So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei der Sofa-Weißer beim ROC, beim Race of Champions, hier bei der Sofa-Weißer und demzufolge herzlich willkommen und natürlich heute nicht allein, heute mit den Matze. Hallihallo, Hallöchen. Hey Alex, hi. Schönen hi. Abend. Schönen guten Abend. Haben uns gerade ein bisschen vertan. Ich habe eine Party auf, Matze hat eine Party auf, ja. Und wir wundern uns, warum keiner hier reinkommt. Wir kommentieren das jetzt nicht weiter, Alex. Ich bin auch gerade etwas im Stress gewesen hier mit Lobby einstellen und diesem ganzen Kram. Jetzt wundern sich auch gerade alle, warum die Wettereinstellungen nicht passen. Aber ist auch egal. Jetzt haben wir es vorhin gekriegt. Lobby-Settings sind jetzt geändert. Das heißt, da können wir auch direkt loslegen. Ohne noch groß um den heißen Brunnen drumherum zu schleichen. Die berühmte Katze. Mhm. Ja. Was heute los? Race of Champions. Erzähl mal ein bisschen, was wir heute machen. Du darfst halt mal erzählen. Ja. Ja, wunderbar. Also, liebe Leute, es ist ganz einfach. Sofa Racer hat erfolgreich die 12. Saison abgeschlossen, absolviert, beendet. Jetzt ist das sogenannte Race of Champions angesagt. Das heißt, die Besten der Besten der Besten, die dürfen sich heute messen. Ja, also das klingt so ein bisschen hochtrabend, es ist ganz einfach, Liga A, B und C, Gruppe 4, Gruppe 3, überall die Top, also die schnellsten Teams sind quasi hier vertreten, dann gab es ein Team, das hat abgesagt, ist ein anderes Team nachgerückt und am Ende haben wir hier einfach, ich sag mal, 14 Fahrer am Start, die einfach hier nochmal einen schönen Saisonabschluss feiern. Es geht also heute wirklich heute Abend um gar nichts, außer oben ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen Ruhm und Ehre. Micha und Ulf haben sich das Ganze ausgedacht, das ganze Format. Wir sind jetzt hier gleich oder jetzt schon unterwegs auf Sardegna B. Und wir könnten, glaube ich, den Leuten mal sagen, dass die Qualifikation mittlerweile angefangen hat. Und die Leute, die fahren schon alle raus nach Quali. Die denke mal, die sind da schon. Die sind da natürlich schon schön geübt. Die wissen ganz genau, Lobby-Einstellung, 20 Uhr geht los und demzufolge so fahren sie natürlich alle Quali. Leider ist hier gerade hier der Knecht rausgeflogen. Wird, denke ich mal, gleich nochmal reinkommen. Wir haben natürlich 10 Minuten Quali. Demzufolge können wir natürlich nochmal reingucken. Wir fahren hier auf Sardinia. Auf Sardinia. Demzufolge fahren wir in der Gruppe Nummer 4 mit dem Swift. Alle Fahrer gleich. Ohne Setup. Ja. Nur mit Bob. Demzufolge dann machen wir 10 Minuten Quali und dann machen wir 30 Minuten Rennen. Dann machen wir ein kleines Päuschen von 10 Minuten. Da müssen wir Mats und ich uns erstmal überlegen, was wir dann alles so erzählen, wenn da natürlich dann die Pause ist. Weil ihr wisst ja, Pausenzeiten ist immer für uns immer schlecht. Außer der Chat, der Boom natürlich, da kann man drüber schnacken. Und dann geht es natürlich dann ab 20:50 nochmal los mit 10 Minuten Quali der Gruppe Nummer 3. Und da fahren wir, was haben wir da nochmal für Fahrzeuge? Das hat er jetzt auch nicht auf dem Schirm. Da haben wir den Suzuki VGT Gruppe 3. Da fahren wir natürlich auf Watkins Glen, wie das also, heißt. Watkins Glen, genau. Also anscheinend hat der Micha und der Ulf, die müssen irgendwie so einen geheimen Spezialvertrag mit Suzuki gemacht haben. Anders ist das nämlich nicht zu erklären. Also der kleine Gruppe 4 Kampfwürfel hier von Suzuki, der Swift. Ich glaube unter 1000 Kilo leicht. Das Ding wurde so in der Saison von keinem Team bewegt. War jetzt, glaube ich, nicht explizit verboten, den zu nehmen, aber hat keiner auch nur irgendwie in Erwägung gezogen. Weicht auch ziemlich stark von allen möglichen anderen Gruppen 4 Fahrzeugen ab. Und deswegen haben dann die Jungs gesagt, dann ist das doch mal das Richtige hier fürs Race of Champions. Da könnt ihr einfach mal zeigen, was sie drauf haben. Also es geht hier los mit diesem kleinen Gruppe 4 Swift und im Anschluss dann der, ja, so ein Vision Car Gruppe 3 ist das irgendwie, ich vergesse auch immer wieder, wie der richtig heißt. Suzuki VGT Gruppe 3, genau. Mhm. Und danach gibt es noch, zum Schluss gibt es noch ein Show Race, ein Showrennen. Also dann, wo wirklich gar nicht mehr um die Wette gefahren wird, da geht es einfach im Formationsflug hintereinander her. Das macht man dann ganz am Ende. Aber da sind wir jetzt noch nicht. So. Genau. So, demzufolge hast du einmal in die Tabelle reingeguckt, alles richtig, ja, ne?
Puh, ich hoffe es ehrlich gesagt. Ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht wirklich mehr überprüft habe, ob die Einträge in der Tabelle denn auch tatsächlich richtig sind. Dann machen wir das so wie letzte Saison. Wir machen das einfach während des Livestreams. Aber demzufolge können wir ja noch mal kurz durchgucken. Ja. Wir haben hier mit am Start. Also rein theoretisch, wenn der Don Camillo das gerade alles richtig gemacht hat. Wir machen das mal so. Guck du doch einmal hier die Autofahrer durch, die hier gerade unterwegs sind, teamweise, und ich sag dir einfach, ob die in der Tabelle drinstehen oder nicht. Definitiv, Zum ja. Beispiel. Genau. So, demzufolge fangen wir mal oben an. Da haben wir den David S90. Der sollte fahren für die Dieselknechte 2. Korrekt. So, dann haben wir den GT Bilbo 75. Fährt natürlich hier für die Bremsklötze. Na jo. So, dann haben wir natürlich einen HRM Batman. Fährt natürlich für die Dieselknechte 1. Auch richtig. Dann haben wir natürlich hier den Sascha mit am Start hier, auch von den Dieselknechten 1 am Start hier. Sascha, Dieselknecht 1, das ist korrekt. Lucky. Dann haben wir den Lucky. Lucky ist hier am Start für die LS Simracing Ruhrpott. Ja, da Gut. fehlen mir in der Tabelle zwar jetzt die Teamkürzel, aber das können wir uns, glaube ich, noch so zusammenreimen. Alles gut. Und die können wir uns eigentlich schenken. Habe ich nicht drüber nachgedacht. So, dann haben wir natürlich hier den. Moment, muss mal anfangen. Da haben wir natürlich hier noch den Stunner. Ja, Iron Knight noch nicht vergessen. Ja. Wobei, Lucky, ja, das verschiebt sich natürlich auch jetzt hier ein bisschen. Ja. Stunner ist absolut richtig. Ist hier am Start zusammen mit KBTV Express. Den habe ich aber auch schon gesehen. Express ist auch mit am Start. Genau. Dann haben wir den GT Bilbo, auch von den Bremsklötzen am Start. Dann Ja, natürlich. Bilbo hatten wir vorhin schon. Okay, dann haben wir da natürlich den Lucky, wie hast du es auch schon gesagt, der ist natürlich am Start. Ja. Express für den Kotzbären ist auch mit am Start. Dann haben wir Bestätigt. den Roland, den müssen wir noch eintragen. Den habe ich noch nicht eingetragen, sehe ich gerade. Ja, Roland kann ich auch gerne übernehmen. Fährt Für die Rookies, Hotlap Rookies. für die Rookies, genau, ist sozusagen nach nominiert. Den Chat kannst du eigentlich gleich wieder, du kannst einfach den Chat überschreiben. Wobei ich weiß nicht, es könnte sein, nee, ich glaube, Roland fährt beide Rennen mit. Ja, also, egal. Schreibt den Roland ruhig mal bei Fahrer 4 rein Ja, ich bin auf dem Chat. Weg. Das ist dann auch alles einigermaßen okay so. Wurde auch vor 18 Uhr noch angemeldet, auch regelkonform, da so alles soweit in Ordnung. Genau. Genau. So, dann haben wir natürlich hier den Ironite am Start hier von Slow Mo Racing. Das passt. Georgie ist natürlich auch mit am Start hier von den Kotzbären. War Bros, Bernard Bros. Dann haben wir den Knecht hier am Start hier für diese Knechte Nummer 2. Das passt aus. Auch dann Gosh Force ist auch dabei hier für Slow Mo Racing. Rilico ist mit am Start. Rilico ist hier für LST Sim Racing Ruhrpott. Und natürlich GTPZ Mühle ist natürlich auch für die Bremsklötze mit am Einfach, Start. genau, einfach Mühle und Bilbo. Spätestens bei GTPZ, da kann man sich ja nur noch die Zunge brechen oder gleich drauf beißen. Also einfach Mühle und fertig. Ja. Das kennt man beim Dokumente sowieso nicht anders. Oder Knecht oder Gorgi. Genau. Ja, 7,5 Minuten sind schon rum. Was machen die Zeiten und vor allem, was machen die Reifen? Wir haben ein bisschen an der Schraube gedreht. Es gab ja ein Update. Und im Nachholrennen zur Gruppe 3 ist das ja schon so ein bisschen aufgefallen. Man hat mal wieder an Reifenverschleiß heimlich ein bisschen was gemacht. Also die Reifen halten jetzt länger, als das bisher der Fall war. Demzufolge, jetzt verwende ich schon dein Import hier. Ja, demzufolge. haben wir hier, wurde hier der Reifenverschleiß auf 4 erhöht. Ja, und bei 5 gefahrenen Runden sehen wir hier einfach mal zum Beispiel beim Gorgi den rechten Vorderreifen schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Also, das wird auf jeden Fall interessant, Definitiv. Und was so, das Rennen gleich angeht. Ja. genau. Und somit haben wir natürlich die ersten Zeiten sind an Bord. Nach 6 Runden haben wir natürlich den David hier aktuell auf Platz Nummer 1 hier mit 1, Ja. 24, 6, 6, 9. Dann natürlich den Batman hier.
auf Platz 2. Gefolgt hier von Bilbo auf der 3. Mühle auf 4. Sascha aktuell auf 5. Stunner auf der 6, wo sich sein Teamkollege den Meniskus oder den Bizeps gerissen hat, der leider hier, der Quazilla, leider nicht also mitfahren darf oder kann. Schade. Also Sachen, da passieren aber auch Unfälle, ne? Beim Training, beim Training, beim Simracing-Training hat er sich den Trizeps hier gerissen. Das glaube ich jetzt nicht. So hat der Stunner das reingeschrieben. Ja. Zumindest Stunner hier diesmal mit, nicht mit Quazilla unterwegs, sondern mit Express. Fahren beide hintereinander, beziehungsweise Stunner auf 6, Express jetzt hier auf der 7. Stunner hier eine Zeitstrafe von 3 Sekunden. Haut ab. Und dann haben wir den Lucky aktuell auf 8. Folgt von Roland auf der 9. Goschfors auf 10. Mit denen habe ich vorhin natürlich auch noch geschnackt. Der natürlich bei mir in der offiziellen Party drin war, kurzzeitig. Ja. Wo ich eigentlich dachte, dass der Matze ist, da weil ich nicht auf den Bildschirm geguckt habe. Immer fange ich an mit reden. Ich so, oh, das ist er ja gar nicht. Ach so. Ja, das muss dann aber irgendeine offene Party gewesen sein oder so. Ja, ich hatte die offen gehabt auszusehen. Um schneller zu sehen, ob, damit du es vielleicht siehst oder sowas. Ach so. Aber egal. Ja. Okay. So. Iron Knight auf 11. Gefolgt von Georgie auf der 12. Nächte in der Box, Batman in der Box. Und die Qualität ist abgelaufen. Dann ergänzen wir doch gleich mal hier kurz den Hinweis. So, wenn ich das denn jetzt mal könnte. Hört sich an, als wenn der Matze das in Discord reinschreibt. So wie er draufklickt. Ja. Eine etwas ältere Tastatur hier, also das kann man bestimmt bis nach Sardigna hören, hier das ganze Thema. Definitiv. So, hier der Hinweis, Quali Ende. Bisschen spät hier das Ganze, wir sind schon fast bei 11 Minuten, aber... Hast du nichts vorgefertigt? Was? Ja, zwecks Tastatur, ich brauche nur Q eingeben, steht bei mir Quali. Und dann gleich dahinter steht, wenn ich drauf drücke, gleich Stopp, Start, Ende. Das tut er bei mir natürlich immer gleich korrigieren. Ja, die vorgefertigten Texte tauchen bei mir aber nur auf, wenn ich einen Controller verwende. Ah, du hast die Tastatur an. Ich habe die Tastatur an, da bin ich natürlich dann eigentlich auch nicht viel langsamer. So, das war's dann auch schon zur ersten Qualifikation. Sascha konnte sich jetzt hier anscheinend nochmal 3000stel Sekunden platzieren vor David. Dann haben wir auf der 3 Batman, Relico, Bilbo auf der 5, Goschfors, Müller, Stunner, Lucky, KBTV Express. Das sind die Top 10 und Express gerade mal eine Sekunde hinter dem Führenden. Und Roland, Iron Knight, Gorgi und Topfknecht bilden hier die Nachhut. Demzufolge auch nochmal herzlich willkommen an alle Zuschauer, natürlich an Jesus. Auf Urlaub ist am Start. Schönen guten Abend. Dann den Tommy Kieler auch natürlich herzlich willkommen. Wollen ja keinen vergessen hier heute. Tommy von den Bremsklötzen. Hallo Tommy, sehr schön, wunderbar. Ja, und dann denke ich mal, kann es auch losgehen. Kannst auf den Powerbomb-Boost-Knopf drücken, wenn du möchtest. Alle sind bereit. Und der Doc Mo natürlich auch mit am Start. Eigentlich wunderschönen guten Abend, Doc Mo. Ja, hallöchen. So, wie gesagt, Sascha 1, David 2 und Batman hier auf Platz Nummer 3. Wir sind gespannt, was heute los ist. Ne? Es sind natürlich die Besten der Besten der jeweiligen Liga mit am Start, beziehungsweise die Zweitbesten. Da muss ich immer weil sie den Besten der Besten der Besten suchen, zu denken. Aber ist egal. fällt mir gerade nicht ein. Dann muss ich einmal da gleich. Einfach mal los. Ich halte mal kurz die Klappe. Muss sowieso einmal kurz rausswitchen, dass natürlich die Kameraperspektive sehe. Demzufolge haben wir natürlich hier auf Platz Nummer 1. Der David geht natürlich erstmal nach vorne am Sascha vorbei. Batman dahinter. Also ich dachte, ein HRM-Trio vorne auf den ersten drei Plätzen. Dann haben wir natürlich den Relico.
der natürlich jetzt da mitmischen möchte. Dann Mühle, Ulgroschwurst. Ah, leichte Berührung hier. Jetzt wird es natürlich spannend. Erstmal die erste Runde, bitte die ersten paar Kurven abwarten. Alles noch relativ spannend hier. Noch alles dicht zusammen. Sind wir mal gespannt hier, wie sich das verhält jetzt hier. Natürlich keiner großartig Erfahrung hier mit den Suzuki. Also ist das, denke ich mal, auch schon ein großes Highlight hier. Und wir haben taktisch durchaus Unterschiede hier. Die meisten auf Mittel unterwegs. Lucky und Roland auf Weich. Und hinten gab es natürlich schon... wie Eiernight, die auch auf Weich. Ansonsten Mittel. Dann haben wir noch Wilbo auf Weich und Redico. Also da bin ich mal äußerst gespannt, ob sich da die Fahrer mit den weichen Reifen entsprechend auch absetzen können, ob sie jetzt den Reifengrip hier in entsprechenden Rundenzeiten umsetzen können. Zumindest Relico hat da schon mal sich nach vorne geschoben, klemmt hier im Moment hinterm Sascha. Ist da mit Rennweich unterwegs, also die, das passt auf jeden, also durchfahren können die auf keinen Fall. Versucht jetzt erstmal daneben zu fahren, aber richtig stramm ran hier. Da ist nichts hier mit Lücke. Ran an die Karre. Aber Sascha hält natürlich tapfer dagegen und bleibt erstmal auf Platz 1. Und die wissen natürlich nicht, was der Kontrahent da drauf geschnallt hat. Also, ja. Lassen einfach mal schauen. Bis jetzt sieht zumindest alles fair aus. Natürlich hier. Sascha muss jetzt erstmal nachgeben hier gegen Relico. Ja. Aber Batman und der David direkt im Schlepptau hier. Dann haben wir so eine kleine Lücke von 1,3 Sekunden. Da kommt erst der Bilbo. Relico vor auf die 1. Genau, ist natürlich ja auf der 1 vorgefahren. Matze hat erstmal Interwave von 3 Sekunden. Ja, genau. Relico erstmal auf Platz Nummer 1 vorgefahren. Jetzt geht aber raus. Nein, das war das Kiesbett des Verderbens, genau. Und zack, 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 ein dreimal HM hier durchgeflutscht. David natürlich auch für HM unterwegs. Das hat ordentlich Plätze gekostet für Relico. Da kann er direkt wieder von vorne anfangen oder von hinten mit der Aufholjagd. Schade, schade. Und da geht's gleich nochmal ins Grün. Und da kann Bilbo vorbeiziehen, der hier auch auf Weich unterwegs ist. Und ich meine, es sind meine Homies, also insofern, aber guck dir mal die Lackierung von dem Bremsletzen an. Was sagst du denn dazu? Ist doch schön, oder? Natürlich ist das schön. Gucken wir mal rauf hier, richtig genau. Richtig schön, hier orange, schwarz, weinrot, mal. Ich habe eine Ahnung, von wem das inspiriert ist. Die sind lange schon weg. Frankreich mittlerweile, Pfotentier und Golfmaus eventuell. Da kann der Tommy gleich mal sagen, ob die Vermutung stimmt oder ob ihr euch das selber ausgedacht habt. Weil das kommt mir so ein bisschen vom Farbschema so bekannt vor, was die Jungs da früher mal gemacht haben. Ja. Ulf sagt, wir sind beide sehr leise. Also ich kann nicht leise sein. Ich glaube, da muss das Handy lauter machen. Es kann sein, dass der Matze vielleicht ein klein Tick leise ist. Da wir natürlich über die PSN-Party sind, dann muss ich natürlich den Motor einen kleinen Tick runterdrehen. Aber Matze, der schreit relativ gut laut. Kannst du gerne probieren. Ich habe zumindest bei meiner Übertragung letztens die Einstellung verändert, dass in meinen Streams eigentlich gut zu hören war. Und da ist Bilbo weit raus. Verliert ordentlich Plätze. Und der Relico hinterher hat sich hier auch gerade abgeschossen. Ich weiß nicht, hast du was gesehen? Ja, die sind ein bisschen weit rausgefahren. Ja. Das ist natürlich schade. Nur nochmal für Doofe, wie läuft das heute ab? Wir fahren natürlich hier, Relico wieder draußen fährt, wird jetzt erstmal komplett durchgereiht. Also wir fahren natürlich jetzt, wir haben jetzt 10 Minuten Quali gehabt, denn der Gruppe 4, dann fahren wir, oh, der Stunner geht auch weit raus dahin. Was ist da los hier? Stunner auf Abwägen und haut sich die Karre beat. Ja. Wie gesagt, wir fahren jetzt 30 Minuten fahren wir jetzt Gruppe 4 und danach werden nochmal 30 Minuten Gruppe 3 gefahren. Stunner somit auf Abwägen und fährt erstmal nach hinten auf Platz Nummer 14. Stunner ist hier wahrscheinlich der Sponsorenkönig. Guck dir das mal an, was der da vorne alles draufgeklebt hat aufs Auto. Wahnsinn. Er hat natürlich hier erstmal, ja. Die Kotflügel vollgeknallt. Alles, was gibt, hat er draufgeschmissen. Und hinten rechts, was ist das? Was soll das sein? Ein Hase? Nee. Hinten rechts.
Ach so, das ist ja KBTV, ne? Ja, hinten ist der Kotzbär drauf. Hinten rechts. Das ist der Kotzbär. Es gibt die Kotzbären, die Frostbären und die, was war das dritte? Polarbären, glaube ich. Das ist, du musst so sehen, ja. KBTV ist Kotzbär TV, ja. Ist das Allgemeine. Ja. So, und die Nachnamen wie Frostbären, Frostbären, Austriabären, das sind theoretisch die Nebenkürze. Das ist wie bei uns. Die Unterteams. Ja. Genau, das ist wie bei uns von Angry Bulls. Da ist es auch das Zweitname, dann das Unterteam der jeweiligen Liga. So, natürlich auf Platz 1 der Sascha, auf 2 der Batman und David aktuell auf Platz Nummer 3. Auf und davon, da ist Luft dazwischen auf Platz Nummer 4. Lucky auf der 4 natürlich gegen Goschfors. Goschfors will natürlich da jetzt auch nach vorne. Geht jetzt hier neben Lucky und geht auch vorbei. Ja, und beide auf weich unterwegs hier, gleiches Material. Goschfors und Lucky, mal gucken. Vorne David und Sascha. David, Sascha, Batman auf Rennmittel. Und da sieht man schon die Unterschiede bei den Vorderreifen. Definitiv, da ist natürlich schon einiges. Und trotz der mittleren Reifen war hier Sascha mit der bisher besten Rundenzeit 25,546 und die 25,7. Davor war auch schon nicht viel schlechter. Also die machen das hier richtig gut. David dabei draußen. Und natürlich der Tommy hat geantwortet. Der Lack von Bilbo, eher Zufall mit Elke und Bernd. Ah ja, alles klar. Naja, man darf ja mal spekulieren, genau. So. Das Mittelfeld ist noch relativ dicht zusammen. Alle noch ja, einen guten Sekündchen Abstand. Jo. Außer Relico. Mit einer kleinen Strafe und dazu gleich mal in die Wiese. Und der Paddy, wunderschönen guten Abend hier. So, Georgie gegen Relico. Relico versucht jetzt natürlich da wieder anzugreifen. Ist natürlich mit dem Weichen oder gehen die wieder weit raus hier. Also Rasenmähen ist ein Scheißdreck dagegen. Die wollen alle mähen. Ja, die... Ich weiß auch nicht, was sie sich jetzt dabei denken. Es geht ja um nichts. Also Titel verlieren kannst du eh nicht mehr. Ja, doch, es geht um das Race of Champions. Wer wird hier Meister der Saison Nummer 12 hier? Und ich guck gerade mal hier Bilbo und Mühle, die Teamkameraden, auf unterschiedlichen Reifen unterwegs. Also Mühle hat hier die mittleren genommen. Bilbo riskiert es auf weich. Wir sind jetzt bei 8 Minuten. Das Rennen dauert, ich glaube, eine halbe Stunde. 30 Minuten. Halbe Stunde war richtig. Ja. Das... Ich überlege gerade, ob das mit einem Stopp reichen könnte. Bei den Weichbereiten. Mal gucken. Bin mir da noch ein bisschen unsicher. Und Bilbo da dreht da leider den Goschfors rum. Goschfors war da weit draußen. Goschfors jetzt auch. Goschfors jetzt hier der Leidtragende auf die 11, jetzt auf der 12 zurückgefallen. Da zieht Hoffknecht auch noch durch. Position 13. Hatte jetzt, man sieht auch so ein bisschen an der Rundenzeit, bin jetzt gerade mal beim Goschfors drauf, hatte mit der 25,7 sich da endlich mal so ein bisschen gefangen. Davor, das war alles so, naja, durchwachsen gewesen. Aber ich sag mal so, das ist ja eigentlich relativ immer das Gleiche. Jede Liga, wenn das erste Rennen ist, dann ist es immer so ein bisschen rustikal, ein bisschen rabiat. Ne? Das pendelt sich immer nach Rennen für Rennen ein. Dann kennt man sich natürlich ein bisschen. Dann weiß man, okay, der fährt da so, der fährt da so. Jetzt fahren wir Race of Champions. Jetzt sind alle Ligen mit integriert. Also ist wie ein Neuanfang. Wie ein Neuanfang, ja. Ja, wobei natürlich die Spitzenteams der jeweiligen Liga eigentlich das drauf haben sollten. Rein theoretisch. Ja. Kann aber passieren. Insofern, ja. Paddy, falls ich vergessen habe, den guten Abend zu sagen, wunderschönen guten Abend. So, Lucky auf 4, Sascha 1, Batman 2, David 3. Die lassen sich nicht lumpen, die fahren ihr Rennen erstmal da vorne, ohne groß irgendwas zu machen. Batman bleibt natürlich wieder hinter Saschas Kiste. Macht jetzt erstmal den Flügelmann für Sascha, sonst ist es immer umgedreht. Dann Lucky auf 4, der natürlich hier 7,7 Sekunden Rückstand auf David hat und 2,3 Sekunden Vorsprung auf Bilbo. Und Lucky ordentlich schon das Material da verbraucht. Guckt ihr mal bei Lucky den rechten Vorderreifen an. Ja, so oft wie der halt driftet, ist das fast klar. Auch,
auch innerhalb der weichbereiften Konkurrenz hier, Billboard dahinter auf weich, der hat da noch deutlich mehr auf der Felge. Also bei Lucky wird es da schon knapp mit einem Stopp, beziehungsweise wird er dann den zweiten Stint wohl sehr wahrscheinlich auf Mittel fahren müssen. Weil wenn man sich das jetzt mal anguckt hier, geht jetzt in die achte Runde und da sind noch so 25-30% Reifen noch da. Ja, ich denke mal, das wird erstmal mal, wir gucken mal, Ironite dasselbe Spiel, also, die Reifen auch runtergerockt ohne Ende. Also Bilbo macht das da deutlich besser auf den Weichen. Guck mir das gerade mal an, hier so ein bisschen. Bilbo ist tatsächlich auf den Weichen der Reifenflüsterer. Ironite auf dem gleichen Level unterwegs, verschleißmäßig wie Lucky. Ja, Relico natürlich auch schon sehr weit runtergerockt. Ja, Relico, der ist sich da auch einig mit Ironite und Lucky war es, glaube ich. Ja, aber trotzdem Position 4. Und wie gesagt, das Reifenmodell wurde ja überarbeitet. Erstens, die Reifen halten länger. Jetzt haben wir natürlich den Verschleiß auf die 4 hochgeschraubt. Dadurch ist das dann wieder weg. Aber man kann jetzt auch mit abgefahrenen Reifen besser fahren. Also wenn die Reifen ganz weg sind, also wirklich nur noch rot, dann war es ja bisher so, dann war Feierabend. Also dann hast du gleich mal 20, 30 Sekunden verloren. Das ist jetzt nicht mehr so. Ja, das ist mir heute, auch schon aufgefallen. Jetzt geht Lucky an die Box. So, also ganz kurz, um das noch zu Ende zu führen, auf die Forest bei Macho Render Gruppe 3. Gruppe 3 kannst du jetzt nicht mit dem Schiff vergleichen, das weiß ich. Aber trotzdem war es so, bei Macho Render Gruppe 3 konnte man die ganze Runde auf komplett abgefahrenen Reifen, ich sag mal so zwischen 5 bis 10 oder 8 Sekunden Verlust auf die ganze Runde fahren. Ich glaube, das war vorher locker das Doppelte oder Dreifache. Ja, definitiv. Und der Abflug war vorprogrammiert. Jo. Und Relico so. Jetzt hier gegen Roland hier versucht es, aber seine Reifen auch sehr stark abgefahren. Roland natürlich, der natürlich den besseren Latschen auch drauf hat, auch obwohl er weich ist. Ja. Ironite natürlich auch schon sehr abgefahrene Reifen. Relico, das stimmt auf jeden Fall. Na, Express natürlich auf seinen Medium-Reifen auch nicht ganz sparsam unterwegs. Hat ein bisschen, hat weniger drauf als Mühle, der auch mit Medium unterwegs ist. Also es ist schon, macht sich natürlich auch bemerkbar, wenn du mehr driften tust, ja? Also faszinierend, wie Relico damit auch den Material hier noch reinhält. Wie sieht's hinten aus? Stunner und Lucky. Lucky war natürlich in der Box gewesen, Stunner auf der 13. Muss natürlich hier erstmal versuchen, nach vorne zu pushen. Und Tor Unison, wunderschönen guten Abend hier, Hallöchen. Hallo Tor. Und Relico muss jetzt eigentlich rein. Ironite ist drinne. Nix da. Relico fährt noch eine Runde. Das wird auf jeden Fall spannend. Natürlich die Frage, ob die Reifen halten. Runde 10 mittlerweile. Ich bleib mal auf Relico drauf. Du kannst dich ja so ein bisschen durchsetzen hier. Das interessiert mich jetzt mal, was der mit seinem rechten Vorderreifen, was da noch geht. Ja, der Bilbo natürlich auch schon abgefahrene Reifen, aber noch im Rahmen, kann noch fahren damit. David hat vorne rechts auf seinem Medium, aber auch schon die Hälfte runter. Bauen jetzt auch so langsam ab hier. Sascha und... Ja, sprich weiter. Ja, also Sascha und Batman relativ gleich mit dem Verschleiß, außer David, natürlich der dritte Teamkollege, verbraucht da natürlich schon etwas mehr. Obwohl er natürlich komplett freie Fahrt hat, versucht bestimmt auch gerade hier ein bisschen zu pushen, aber verliert jetzt massiv Zeit auf die Führung. Und 3 Sekunden hinter Batman. Dorfknecht ist da auf der mittleren auch sehr gut unterwegs. Zumindest vom Reifenverschleiß, von der Position eh nicht. Und Relico auf der 7 natürlich, hat hier den Roland im Nacken, hält aber noch. Rechter Vorderreifen ist ganz weg. Und fährt weiter! Nee, doch nicht. Geht rein. Das sah gerade so aus, als wenn der weiterfährt. Das sah so aus. So, jetzt geht natürlich die andere Box. Und da konnte Roland jetzt den Vorteil nicht ausnutzen. Hat ja eigentlich da Material geschont im Vergleich zum Relico. Aber die sind hier direkt gemeinsam in die Box
Und wir sind jetzt genau bei Halbzeit. Das heißt, sie werden auch beide auf Weich wieder rausgehen. Und Express da leicht rausgefahren. Und direkt hintereinander da wieder raus. Spritverbrauch spielt hier gar keine Rolle. Wir sehen es, der Tank ist noch. Dreiviertel voll. Voll. Also nachtanken brauchst du gar nicht. Fährst wirklich rein, holst du neue Reifen, geht gleich wieder raus. Und der Express natürlich war ja leicht auf Abwägen gewesen. Versucht natürlich an Mühle ranzukommen. Aber der Express muss mit seinem Medium-Reifen nochmal rein. Und jetzt würde ich mal fast behaupten, Camilo oder Alex, dass auf dem mittleren man durchfahren kann. Wenn man es drauf anlegt. Also, wenn man es drauf anlegt, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Also, wir haben natürlich jetzt bei David und bei Express sieht es schon sehr mau aus, erst also recht bei David. Ich guck gerade mal so ein bisschen durch. Ich hätte den Stunner so ein bisschen im Verdacht gehabt, aber der ist da jetzt doch auch schon unter der Hälfte angelangt. Das wird dann vielleicht doch ein bisschen knapp. Definitiv. Topknecht ist genau bei 50% oder vielleicht sogar knapp drüber. Also das wäre so ein Kandidat, der fährt durch. Gerade wenn er jetzt die Reifen so ein bisschen schont. Aber beim Express... Da reicht es nicht, der wird noch mal reinfahren. Mühle würde ich sagen, hat ein bisschen weniger drauf als Knecht. Der muss wahrscheinlich auch noch mal rein. David, keine Chance. Benjamin, der muss rein. Sascha, die müssen auch beide noch mal rein. Ja. Ja. Das heißt, wir gucken mal auf Knecht. Knecht hat jetzt 30 Sekunden Rückstand, 29,7. Und das könnte gerade so gehen. Könnte gerade so gehen. Fährt aber auch hier deutlich langsamere Zeiten. Also 26,7 persönliche Bestzeit auf dem mittleren. Im Vergleich zu Batman Sascha vorne, die im 25er Bereich unterwegs sind. Also das heißt, der Knecht verliert hier auch pro Runde ja so grob 2 Sekunden im Schnitt. Ja. Ja, sind wir mal gespannt, was kommt. Genau. Boah, aber David muss auf jeden Fall rein. Das nützt nichts. Und ich vermute einfach mal, dass die Jungs da vorne das Material jetzt noch so weit runterfahren und im zweiten Stint dann auf die Weichen wechseln. Ansonsten hätten sie auch schon längst reingehen können. Das heißt, die werden wahrscheinlich da noch das mittlere Material so weit runterfahren wie möglich. Also wir sind jetzt bei 18 Minuten. Ich sag mal, bei 20 Minuten hast du 2 Drittel geschafft, 1 Drittel noch vor dir. Das ist ungefähr auch das, was die Reifen im Verschleiß im Verhältnis zueinander stehen. Also weich zu mittel, sage ich jetzt mal. Also wenn du jetzt die 20 Minuten auf mittel geschafft hast, dann schaffst du auch 10 auf weich. Das wollte ich damit sagen. Und damit... Einmal quergestellt. Sie hat mir einen leichten Heckschaden geholt. Jo. So, was macht er? Fährt aber weiter. Ja, Schaden natürlich leicht. Muss auch nicht repariert werden, demzufolge. Demzufolge kann er weiterfahren, ohne zu reparieren. müssen mal Lackierungen machen, alles. Wo unsere ganzen Unwörter mal drauf sind. Ja. Ich glaube, da gibt's so ein paar Spezialisten in der Hotlap Group, die könnten deine Unwörter sofort auflisten. Echt? Das kriegen die sofort hin. Ja, ja. Also da gibt's die hören sehr genau zu. Dominik ist da so ein Kandidat oder Chap auch. ich frag mal Micha, ob er da was machen kann. Also ich kann pauschal schon mal 2 sagen, ja. Einmal dem zufolge. Ja. Und jetzt. Oder hier, jetzt hier. Die sagen mal hiha. Oh, Sascha auf Abwägen. Sascha, Abflug. Ich sag immer hier. H-I-E-R. Hier. Ne? Und die sagen aber hiha. Ne? So wie hiha. Ja. Ne? Da gibt's auch schon so Stories. Hör mir auf. Ganz kurzer Hinweis: Paul hat sich gerade gemeldet. Also, Roland ist ja hier quasi ersatzweise für Paul eingesprungen. Weil der
gute Paul heute irgendwie nicht zu Hause war, hat aber jetzt gerade geschrieben, könnte sein, dass im zweiten Rennen da vielleicht der Fahrertausch noch stattfindet, dass wir den Paul hier noch sehen dürfen. Da würde ich mich natürlich auch drauf freuen. Aber warten wir es erstmal ab, jetzt geht es erstmal um das Rennen hier. Und jetzt ist die Spitzengruppe geschlossen in der Box. Da Platz 1, 2, 3. Und David, seine Reifen sind komplett runter. Also Millimeter Strich hat er noch. Hat er aber gut gemacht, also kann man nicht sagen. Und jetzt sieht er weich raus. Mühle geht da jetzt erstmal in Führung. Ja, muss aber aufpassen. Das Batman ist jetzt auf weich draußen. Ja, und die sind genau wie wir es schon gesagt hatten. David wird auch weich drauf haben, jawohl. Also Batman, Sascha und David Platz 1, also die vorhin 1, 2 und 3 waren, die sind jetzt komplett auf weich. Und da geht auch David schon direkt am Knecht durch. Das ist natürlich Teamkollegen intern. Also der Knecht wird da auch natürlich einen Teufel tun und seinen Teamkollegen da aufhalten. Ja, und bei Knecht sieht das sauber aus. Ne? Ich sag mal auch vom Reifen her ordentlich runter, aber ich sag mal so 8,5 Minuten sind es noch. Also das könnte gehen. Vergleich mal Knecht mit Mühle. Die Reifen. Also erstmal Toni soll. Ja, das ist der Matze, der mit hier als Co daneben sitzt. Hallo Tor. Genau. Also Mühle, behaupte ich mal, hat da ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger Reifen drauf. Ja, leise. Ich hab mal den Stream mal nebenbei bei mir auch mal ein bisschen im Hinterohr laufen lassen. Also ich verstehe den Matze da relativ gut. Ist jetzt, du meinst es in der Party oder im Stream? Im Stream heißt es. Ja. Ich kann noch mal reinhören hier. Ich kann natürlich auch noch mal den Stream anmachen. Wie ist es denn bei mir? Mal gucken. Also wenn ich bei mir auf dem Handy gucke, höre ich dich ganz genau. Mühle jetzt an der Box, das heißt mit dem Box mache ich jetzt schon hier, meine Güte. Das heißt mit dem Durchfahrprojekt von Mühle hat sich das in dem Moment erledigt. Der ist jetzt dann auch auf die Weiche gegangen. Position 7. Hinter Roland zurückgefallen. Bremsklötze hinter den Hotlap. Ach Gott, was war das jetzt? Rookies, glaube ich, ne? Ja. Wenn jetzt mal den Matze mal einen kleinen Tick lauter drehen, da haben wir aber natürlich den Motorsound auch noch ein bisschen lauter. Gucken, ob das jetzt besser ist. Und das ist jetzt witzig. Der Paul fragt jetzt Roland in der hier über PSN. Ich kann das ja in der Gruppe sehen. Der Roland kann natürlich jetzt nicht wirklich zurückschreiben. Also, lieber Paul, da musst du dich ein bisschen gedulden bis zur Pause, um da mit Roland im Moment zu kommunizieren, weil der ist hier beschäftigt. Ja. So, jetzt sagt er es besser. Aber ihr müsst verstehen, der Matze ist natürlich in der PSN-Party. Die kann ich leider nicht separat laut und leiser stellen. Im Gegensatz also, zum Motorsound. Ich kann nur beides hochdrehen. Ich könnte höchstens in meinen PSN-Party-Einstellungen meine Balance noch ein bisschen verschieben. Also wenn, müsst ihr mal Bescheid sagen. Nö, das hat mit der Lautstärke nichts zu tun. Man hört das nur ein bisschen schneller. Nee, aber ich habe schon ein bisschen höher gedreht, weil ich natürlich, wenn wir eine PSN-Party sind, kann ich leider nur eine Sache hochstellen. Das heißt, nur Motorsound, da ist die Party natürlich mit integriert, sind wir theoretisch extra verbunden. Das heißt, würden wir auf Discord sprechen, könnte ich dich so laut drehen, wie ich will. Ne? Man muss natürlich dann ein bisschen gucken, wie das funktioniert zwecks Motorsound, dass der nicht zu laut ist, aber auch nicht zu leise. Aber ich denke mal, jetzt sollte es besser passen. Und dann, ich sag mal so, der Streamer muss immer allgemein lauter sein als alle anderen. So wie so. Ja, einmal zurück zum Renngeschehen hier. Das altgewohnte Bild könnte man fast schon sagen. HRM auf 1 und 2. Dann auch noch auf 3 und 4. Man muss aber noch dazu sagen, HRM, Batman und Sascha, Platz 1 und 2 der Gruppe 3 und Gruppe 4. Das altberüchtige Ansehmuster. Ja.
Ich mache das jetzt nicht ganz so kompliziert. Er ist im Moment hier ganz vorne. Und Knecht geht jetzt doch rein. Muss er rein, ja. Der muss jetzt rein. 5 Minuten sind es noch. Da wird er die Position verlieren. Beziehungsweise hat er schon verloren. Bilbo hat es damit jetzt auf die 4 geschafft. Dahinter Roland. Also einmal Bremsklotz und ein Hotlap Rookie. Dahinter wieder Bremsklotz und dahinter der nächste Rookie. Also die Bremsklötze und die Rookies hier schön im Wechsel. Im Wechsel in der Reihenfolge unterwegs. Und Müller ist da am Roland dran. Und jetzt vorbei. Und natürlich, der Knecht wird komplett durchgereicht. Auf Platz Nummer 10 ist er zurückgefallen. Ja. Dann also auf 9. Bremsklötze damit auf Platz 4 und 5. Also, Matze, du hast natürlich ja auch die Schreibrechte auf der Tabelle, das weißt du, ne? Das habe ich schon längst gemerkt, ja. Gut, wollte ich nur sagen, dass du kannst ja theoretisch dann die Platzierung eintragen. Ich hoffe mal, dass wir das hinkriegen, weil wir natürlich kein Screenshot machen kann, etc. Pipapo. Ja, gucken wir mal. Ansonsten muss ich meinen Stream auf dem anderen PC natürlich ein bisschen runter zurückdrehen, dass wir natürlich da ein bisschen die Tabelle haben. Kein Problem. Das kriegen wir alles hin. So, Batman aktuell auf 1. Gehen wir mal durch. Sascha auf 2, David 3. Bilbo auf 4, Mühle auf 5. Roland auf der 6, Georgie auf 7, Lucky auf 8, Stunner 9, dann Knecht auf 10, Express auf der 11, Gosh Force 12, Iron Knight auf 13 und Relico auf der 14. Den haben sie komplett dahin durchgeschoben. Und der Trotzdem, wunderschönen guten Abend hier. Und natürlich Michael schreibt, na, mal schauen, was das Internet hergibt. Was das Internet hier gibt. Hier hergibt. Ach, so rum. Der Micha ist ja im Urlaub, jetzt fällt's mir ein. Also Micha, der sitzt da irgendwo ganz gemütlich an der Nord- oder an der Ostsee. Das kann er uns ja gleich mal schreiben. Also schöne Grüße, wir winken mal hier. Micha, genieß es. Deine freie Zeit. Genau. Der Droste sagt natürlich, so gewohntes Bild. Ja, definitiv sehr gewohntes Bild. Batman und Sascha vorne 1 und 2. Ja. So, die letzten 2 Minuten 15 sind jetzt angeschlagen. Gelbe Flagge, wen hat es da zerrissen? Irgendeinen hat es da vorne zerrissen, das war der Relico. Den hat es wieder zerschöppert. Motorschaden, Gott sei Dank nur leichten Schaden. Relico, geht wieder weg. Relico. Ja. Platz 14, den hat es hier wirklich zerrissen. Jetzt ganz hinten und Knecht ist auf die 13. Zurückgeschoben worden. Einheit Express. Ich gehe mal von hinten nach vorne durch. Express auf der 11. Gosh Force 10. Stunner 9. Das wird ihn auch ein bisschen wurmen. Als ich sag mal, eigentlich Gruppe 4 Spezialisten. 24,8. Die beste Runde vom Stunner. Das ist nicht übel. Aber da ja, hat es ihn dann unterwegs dann doch ein bisschen mehr erwischt, als er es vielleicht selber wollte. Lucky auf der 8, Roland und Lucky da dicht dran am Roland, das sind nur 8 Zehntel, also da müssen die Hotlap Rookies gucken, dass sie das trocken eintüten, die Geschichte. Oh, das wäre fast trocken geworden, denn Lucky hat sich ja fast weggedreht. Lucky holt hier auf. Gibt jetzt alles, um da vielleicht noch eine Position aufzuholen. Roland auch da mit schlechterem Material unterwegs. Da müssen wir natürlich auch vorne auf der Führung gucken. Wir haben noch gute 35 Sekunden. Kommen die alle noch mal durch? Glaube ich nicht mehr, ne? Jetzt ist Lucky links am Roland vorbeigegangen und die Zeit läuft nahtlos runter. Das gibt aber noch eine Runde auf jeden Fall. Für die drei auf jeden Fall. Dann für Stunner. Stunner darf auch nochmal eine Runde. Und Roland hat jetzt 6 Zehntel. Sieht, das ist jetzt nicht viel, aber es sieht jetzt nicht danach aus, als ob er da noch kontern kann. Lucky ganz kurz rechts gewesen, das war aber ein kleiner Leck.
Und Torf und Knecht holt sich hier erstmal Platz Nummer 13. Der erste, der über die Ziellinie fährt. Ja, ich sag. Da sage ich mal jetzt nicht herzlichen Glückwunsch, sondern herzliches Beileid und gute Besserung fürs nächste Rennen, lieber Knecht. Das wäre sonst ein bisschen unpassend. Ja. Und somit Sascha hatte sich, glaube ich, auch nochmal weggedreht. Ihr habt genau Batman der auf Platz 1, der wartet vorne auf Sascha, der natürlich jetzt den David im Nacken hat. Die machen jetzt hier so ein Dreiergeschwader durchs Ziel. Sascha natürlich auch einmal weggeflogen, somit Batman auf Platz Nummer 1, macht schon mal die Lichthupe hier. Da kommt Renico. Sehr schön. Da kommt Renico. Der, ja, weiß ich jetzt nicht. Der rundet sich da gleich noch zurück oder was? Nee, geht auf Platz 14 durchs Ziel. Glückwunsch. So. Und da kommen natürlich die drei von HM. Jawohl. Da rollen sie an. Im Geschwader. Sehr. Glückwunsch. Schönes Bild. Und dahinter die Bilbo. Bremsklötze. Bilbo. Und da kommt auch Bühle. Wunderbar. Und Lucky auch vorbei an Georgie und holt sich so mit ihr Platz Nummer 6. Jo. Lucky hat sich da, hat da noch die Rotterdam Rookies beide kassiert. Dana auf der 9. Dana macht hier den Stunner-Style wie üblich. Ich hab drauf gewartet. Platz Nummer 9 für Stunner. Josh Frohors holt sich hier Platz Nummer 10. Dann Express und Iron Knight. Iron Knight 11, Express 12. Herzlichen Glückwunsch. Und du könntest mir gleich mal einen Gefallen tun. Ach, jetzt hast du bestimmt die Teamkürzel eingetragen hier. Oder war das jemand anders? Nee, der Ulf ist in der Liste. Ah, ja. Ich sehe den hier oben sitzen. Okay, dann auf jeden Fall danke, Ulf. Du darfst für deine kleine Hilfe hier. Ich brauche ganz kurz mal ein bisschen Hilfe beim Umstellen. Ein bisschen Hilfe für den Umstellen. Guck mal, ja, guck mal, der Ulf natürlich hier sehr fleißig dabei. Sehr fleißig dabei. Der macht, der hilft, unterstützt uns noch inoffiziell und trägt natürlich nebenbei hier die Platzierung ein. Sauber. Sauber, das können wir natürlich dann gleich. Aber ob, und das, obwohl er nur den, und das, obwohl er nur den Stream gesehen hat, also Hut ab. Ja, wir haben ja relativ viel Zeit gehabt, bis die Fahrer alle durch sind, kann man gut schnell eintragen. Ja. Er ist sogar so fast fertig. Sag mir doch einfach mal bitte die Strecke. Watkins Glen. Watkins Glen, ja, da gibt's zwei. Watkins Glen. Und wo waren wir's? Quali, muss ja mal gucken. Langstrecke, glaube ich. Langstrecke, genau. Jawohl, wunderbar. Zeitlimit 30 Minuten müsste so bleiben. Ja. Selbe Einstellung wie Gruppe 4. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und dann haben wir natürlich die Gruppe 3. Ja. Gruppe 3, Gruppe 3. So. Kategorie, Gruppe 3, wunderbar. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Reifentyp. Ich hatte natürlich Reifentyp ohne Limit gelassen, aber das ist ja jetzt auch egal. So. Und der Rest bleibt einfach mal so. So. So, Ulf hat natürlich 2, 3. Komm, da guck. Und Roland ist raus, das heißt, da wird wahrscheinlich gleich Paul reinkommen. Vermute ich jetzt einfach mal. Hinweis vom Bilbo, dass wir hier zum Teil wohl extremes Lagging haben. Ja, das tut mir jetzt leid. Und Paul ist hier schon drin. Bevor der Roland raus ist. Das ist ja interessant. Okay. Also irgendeiner fehlt da noch. Da hat's einen noch rausgeschmissen. Roland ist. Nee, wir haben 15. Renico. Also, Renico, ja. Renico ist im Moment nicht hier drin. Der hat den Raum verlassen. Die kann auch sein, dass die vielleicht da auch wechseln. So, dann sage ich mal nebenbei ein hier. Der Stunner war auf. Dann fehlt uns noch Dorci und Roland. Roland auf Platz Nummer 8. Und Georgi war auf Platz Nummer 7. Sollten wir alles haben. Genau.
1, 2, 3, 13. Jetzt gehen irgendwie alle raus hier. Der Lucky fehlt noch auf der 6. Das tragt gerade ein. Ja. Eiernheit und Goschfoss haben den Raum verlassen. Ja. Coop ist wieder da. Nee, Coop hat den Raum wieder betreten. So. Ja. Jetzt geht's direkt weiter mit Gruppe 3. 10 Minuten Pause und nebenbei. Ich muss drinne. Mal ganz kurz mal schauen. Pausefreies Fahren, theoretisch bis 20.50 Uhr. Die Pause ist jetzt schon rum. Also das hat alles hier ein bisschen länger gedauert. Ich würde einfach mal sagen, Start, Quali, wir verschieben das Ganze mal um 10 Minuten nach hinten. Weil es ist jetzt schon 20:51, ich würde mal sagen Start Quali 21 Uhr. Genau, können Sie ein bisschen warm damit fahren. Jungs, genau, machen wir das mal so. Demzufolge haue ich natürlich dann hier schön fertig mal die Tabelle mal kurz rein. Ach nee. Ja. So. Dann gucken wir uns mal kurzzeitig die Tabelle mit an hier. So, dann haben wir natürlich. So, da ist sie drinne. Auf Platz Nummer 1. Fangen wir erstmal mit der Fahrerwertung an. Auf 1 ist natürlich der Batman mit 28 Punkten. Sascha auf der 2 mit 26 Punkten. David auf 3 mit 24 Punkten. Bilbo auf der 4, Mühle 5, dann Lucky auf 6. Georgie auf der 7, Roland auf 8, Stanner auf der 9, Goschfors auf 10, Express auf 11, Ironhide 12, Knecht auf der 13, Relico auf Platz Nummer 14. Demzufolge Teamwertung haben wir diese Knechte. Also diese Knechte 1 auf Platz Nummer 1 mit 54 Punkten. Dann die Bremsklötze mit 42 Punkten auf der 2. Hotlap Rookies auf der 3 mit 30 Punkten, 28 Punkte. Diese Knechte 2 auf der 4. LST auf der 5 mit 20 Punkten. Gleichstand hier mit KBTV. Burnout Bros mit auch 20 Punkten auf 6 und Slow Mo Racing Team Nummer 2 hier auf der 7 mit 16 Punkten. So, Sascha, hallihallo, hallöchen. Der winkt natürlich, freut sich natürlich. Guten Platz 2 gemacht hier. Man kennt es leider nicht anders. Man kennt es nicht anders von euch. Herrlich. So. Die Jungs haben mittlerweile zum Teil die Strecke schon wieder betreten mit dem neuen Fahrzeug. David hat hier, glaube ich, zum zweiten Mal nacheinander den Raum verlassen. Vielleicht auch das erste Mal. Nee, hat den Raum verlassen, ist dem Raum beigetreten. Sehe ich irgendwie gerade. Also David fehlt gerade im Moment. Der David ist 90. Hoffen mal, dass das dann vielleicht gleich wieder behoben wird. Ja, einer fehlt, genau. Der David. Und die anderen sind noch nicht in ihrem Fahrzeug drinne. Hoffentlich haben sie es auch alle. So. So, da haben wir natürlich jetzt erstmal das erste Rennen durch der ROC. Der Race of Champions bei den Sofa Racern. War sehr spannend, sehr. Ja, wie soll man sagen? Bisschen rasenmäherhaftig. So Rasenmäher belastet. Aber sind wir mal gespannt, was wir jetzt hier sehen. Also, auf jeden Fall vom Auto her schon mal ziemliches Kontrastprogramm. Suzuki ist hier der Hersteller, aber ich bin jetzt einfach mal, ich habe jetzt mal Platz genommen hier beim Mühle, der im Moment hier ganz vorne seine im freien Training unterwegs ist. Im Cockpit, das. Setz dich da mal gerne rein, guck dir das mal an. Schön. Hauptsache die Wampling-Anlage am Lenker dran, ne? Ja, mega. Sieht von außen schon spektakulär aus und von drinnen nicht weniger. Also schön flach spartanisches Vision Car hier natürlich ohne Dach unterwegs. Die Jungs hier in offenem Auto. Und Bums hat der. Das sieht man schon mal. Startziel da locker mit knapp 250, 245 waren das jetzt. Es geht in die erste rechts rein. Watkins Land hier als letzte Strecke neu dazugekommen. Schöne Strecke, wie ich finde, mit durchaus Überholmöglichkeiten. Ich sag mal so, ich komme mit der Strecke gar nicht klar.
Och, ich mag die. Ich war aber auch, ich bin die gezwungenermaßen sehr viel gefahren in relativ kurzer Zeit. Wir haben die bei der EGM gehabt, bei den Sofas, glaube ich auch. Ja, so. Mühle hier durch die Schikane. Coop 78 hat da mittlerweile die Bestzeit übernommen mit einer 1,45. 1,45,9, genau. Das ist der tiefste Teil der Strecke hier, ein bisschen in der Senke. Jetzt geht sie wieder berghoch durch die rechts. Beim Coop muss ich ein bisschen aufpassen. Und Mühle hat da 3 Zehntel Vorsprung auf die Bestzeit. Wie gesagt, beim Coop muss ich ein bisschen aufpassen, zwecks ja. des Autos anzeigen. Der macht gerade ein bisschen gefährliche Werbung. Gefährliche Werbung für den Streamer. Bleib aber jetzt erstmal hier bei Mühle, der jetzt doch wieder Zeit eingebüßt hat. Noch sind wir ja in der Warmfahrphase. Genau, also was mir an der Strecke gut gefällt, ist auf jeden Fall, sie ist ordentlich breit. Also man hat da, ich mag das immer nicht, wenn gerade für Gruppe 3 muss ich sagen, wenn Strecken allzu schmal sind. Also ich sag mal, Nürburgring-Nordschleife ist natürlich auch schmal, aber das ist ein Spezialfall. Die lassen wir mal, klammern wir jetzt einfach mal aus. Und eine Strecke, die eigentlich die ja berühmt ist und ich kriege es nicht hin, sie zu mögen, ist zum Beispiel Grand Hatch, weil du kommst da einfach nicht vorbei. Also gerade mit Gruppe 3, Gruppe 4 geht vielleicht noch, aber Gruppe 3 auf Grand Hatch, da fährst du rundenlang hinterher, das kannst du vergessen. Ja, das 2,5-3 Autobreiten vielleicht, das ist mir halt nichts und da finde ich Watkins Glen durchaus gelungen. Und naja, den Verlauf, den muss man halt üben. Definitiv. Also, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und der Bundi, Boy Bundi fragt natürlich, ist der Flussbeps auch da? Nein, ist nicht dabei. Ja. Bilbo, neuer Führender. 44,7. Also wie gesagt, das ist alles noch freies Training hier. Wir haben noch 3 Minuten. Wir werden da gleich nochmal den Lobby-Reset machen. Zum Start des Qualifyings. Also Michael schreibt natürlich auch, schön zu sehen, was die Teams in einer Woche lackmäßig hinbekommen haben. Ja, definitiv, definitiv. So. Und Paul ist auch da. Kurz mal gucken, wo ist er denn? Wo ist denn der David jetzt eigentlich auch wieder am Start? Ja, David ist wieder am Start. So. Paul auf der 10. Und da schreibt irgendjemand noch, ich soll die Fehlschlagprüfung anmachen. Ja, hast du wohl vergessen. Das kann gut sein. Musst du sowieso in 2 Minuten Lobby Reset machen, dann kannst du es ja nochmal angucken. Ja, das mache ich jetzt auch. So, Express aktuell in seiner Warmfahrtphase hier auf Platz Nummer 2. Auch wieder das klassische Kawasaki-Grün ja von den Kotzbären hier. Das ist immer so geil. So, da mal der Hinweis. Auch natürlich in hier. In einer Minute gibt es das Lobby Reset. Ich gehe schon mal in die Settings rein hier. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt die Fehlschlagprüfung anpasse, dann müssten die. Nee, sind dann die Zeiten weg? Ich weiß es nicht. Nein. Also, du kannst das erstmal alles schon eintragen. Und dann, wenn du soweit bist, dann kannst du einfach auf Go drücken und dann machen wir eh das Quali mit 10 Minuten. Ja, ja. Aber sind denn jetzt mit dem Ändern des Starttyps auch die Zeiten weg? Das ist meine Frage. Ja. Wenn du normalerweise bisschen die Lobby-Einstellung bisschen ändern tust, sind die Standard mit normal weg. Ansonsten musst du es halt kurz speichern und dann tust du es halt doppelt resetten. Ja. Dann sind die weg. Zum Beispiel einmal auf Schaden schwer oder Schaden leicht wechseln, dann genau. Sind die dann weg. So, wir haben es 21 Uhr, das heißt, jetzt gibt es einmal den Lobby Reset. So, das hat schon mal geklappt.
Wunderbar. Und die Titan sind weg. Sehr schön. So, und natürlich werden die Rookies angefeuert hier von Orion. Orion, ja. HG. Und Tommy schreibt, HM starten bitte von hinten. Ja, fromme Wünsche sind gut gemeint. Aber können wir leider nicht alle berücksichtigen. So. Paul sagt auch dem Gorgi Bescheid, dass er auch da ist. Ja. Da, und schon ist der halbe Abend rum. Zumindest, ich sag mal, vom Pflichtprogramm. So schnell kann es gehen. Wir sind hier beim Race of Champions unterwegs, haben die Gruppe 4, den Suzuki Swift, haben wir gesehen. Das haben die Jungs abgearbeitet. Jetzt geht's weiter hier im Suzuki VGC Gruppe 3 auf Watkins Glen, langer Kurs. Qualifikation hat jetzt hier angefangen. Bilbro führt die Meute im Moment an. Das ist natürlich noch die eine Runde. Also Bilbo, Iron Knight, Lucky, Mühle, Coup 78. Und da wollte ich doch gleich mal auf den Lack gucken. Aber da bin ich wahrscheinlich einfach raus. Kenn mich da vielleicht mit dem Streamer zu wenig aus. Da kannst du mir gleich nochmal sagen, wo denn da die Streamer-Werbung ist. Ich meine, die Werbung, wo das Streamer so ein bisschen gefährlich lebt, wenn er die zeigt. Das ist das, was Don Camillo jeden Tag in der Hand hat. Ja. Und da geht's gleich nochmal rein in die Box. Und das kann nur eins bedeuten. Die sind natürlich hier auf Mittel rausgegangen, wechseln jetzt vermutlich auf die Weichen. Ja, die werden mit Medium starten. Das heißt, die starten dann auf Medium, genau. Und der Rest der Gang, der jetzt draußen bleibt, was ist mit denen? Werden, denke ich mal, alle auf Weich fahren. Die starten dann auf Weich, ja. Okay. Und Bebo ist draußen geblieben, ist auf den Weichen draußen geblieben, hat jetzt das Rennen um die Qualifikationszeit eröffnet. Warten jetzt einfach mal auf die nächste Zwischenzeit. Da kommt gleich die Zeitmessung. 1:04,4. Lucky hat schon mal eine Strafe auf dem Auto. Das wird schon mal nichts. Coup 78 dahinter. Ich bleibe jetzt noch bei Bilbo auf dem Auto. Sind wir mal gespannt. Was wir auf jeden Fall schon mal sehen können, Alex, ist, dass der Suzuki die Reifen anscheinend sehr gleichmäßig runterrubbelt. Also vorne und hinten beim Bilbo. Das sieht sehr gleichmäßig aus hier. Ja, ist bei den anderen dasselbe. Der Lucky dröscht die Reifen doch ziemlich schnell runter. Bin mal gespannt, ob er die gut haushalten kann im Rennen. Ja. Nach zwei Runden hat er doch schon wesentlich guten Abrieb. 1:44,8 von Bebo. Coup 78, Lucky. Und Coup holt sich erstmal die Podie. Mit 4 Tiefen Vorsprung. Ja, genau. Aber warten wir erstmal, bis alle durch sind. Dann sehen wir natürlich erstmal den kompletten Stand. Knecht auf der 3. Jetzt schon wieder 4. Jetzt auf die 5 zurückgefallen. HM Sascha, da neuer Führender. 43,5. Gleich mal eine Sekunde den Coup geschlagen. David dazwischen. Mit einer 43,9. HRM damit wieder vorne auf 1 und 2. Ich guck mal auf Batman. Batman hat eine Strafe auf dem Auto, der muss da noch eine Runde warten. Hat direkt dahinter David. Ist da noch natürlich wieder mit der klassischen Mittelfinger hinten am Auto drauf. Wo ist David in der Zeitenliste? Auf Platz 2. Ach so, stimmt, ja. Der war ja schon nach vorne gefahren. So, Batman muss dann, wie gesagt, die Strafe gleich abbauen.
Das wird noch eine Runde dauern. Paul da auf Abwägen. Auch mit Zeitstrafe auf dem Deivel. Somit ist die Runde auch erstmal beet. Damit gehen wir mal ganz kurz durch hier. Sascha aktuell auf 1, David auf 2. Dann Kup auf der 3. Bilbo auf 4. Dorji auf 5. Necht auf 6. Lucky auf 7. Geht jetzt über Startziel. Runde war aber. Geht auf 5 vor. 4. Jawohl. Geht auf 5 vor. Somit Georgie 6. Knecht auf 7. Batman auf der 8. Hat aber die Zeitstrafe. Kann hier nochmal nachlegen gleich. Mühle auf 9. Stunner auf 10. Iron Knight auf 11. Gosh Force aktuell auf der 12. Express 13 und Baul auf der 14 aktuell. Also Batman hat hier trotz Zeitstrafe. Nee, hat nicht trotz Zeitstrafe, sondern konnte seine. Doch, hier wird die persönliche Bestzeit angezeigt mit der 46,26 und die 43,9 davor. Was ist das? Die Boxenrunde. Und die 54,6, was ist das dann? Die offizielle auch Runde. Boxenrunde? Nee, die offizielle Runde, weil er Zeitstrafe hatte. Eine halbe Sekunde. Nee. Ich verstehe es trotzdem nicht. Der Batman ist jetzt in Runde 4. So, die Runde 3, das ist die Rundenzeit mit der Zeitstrafe gewesen. Ja, die hat er abgebaut. So. Die hat er abgebaut. Ist es ja nur eine 46,25. Und die 43,9 davor, was ist das für eine Runde? Das kann nur ein Outlap sein. Ja, die Boxenrunde. Aber was ist dann die 54,6? Die erste. Auch nur Boxenrunde. Die erste Runde, weil er in der ersten Runde kleine Box gefahren ist. Ach so, weil er auf Mittel raus war. Danke. Genau. Jetzt hat es auch der Matze begriffen. Wunderbar. Und hier mit einer Sekunde schon mal Verbesserung unterwegs auf die eigene Zeit. Und der Doc Mo schreibt gerade, Chap in der Trainingslobby in der 1,42. Ja. Dem Chap ist schon wieder langweilig. Und Batman hier mittlerweile 1,8 Verbesserung. Die 43,5 von Sascha, die reicht. Das kriegt er aber damit doch nicht ganz rein. Da fehlt noch ein bisschen was. Also müsste jetzt eine 44 werden. Bei Batman. Sascha geht in die Box. Also die Reifen 44, sind hier sehr runter. 44,2 vom Batman, neuer Drittplatzierter. Die Abstände auch, muss ich sagen, jetzt relativ groß. Also ich sag mal beim kleinen Swift vorhin dabei, als das war ja so 100 oder 10 zum Teil. Und hier haben wir so 13 auf den zweiten, 13 auf den dritten, 13 auf den vierten. Der fünftplatzierte, der Mühler, ist dann schon mal 1,3 Sekunden der Führenden. Also die müssen da, die suchen da noch so ein bisschen, gucken da, wie sie mit dem Auto ja am besten zurechtkommen. Mhm. Das ist alles noch nicht so eingemeißelt. Lucky David, 3 Sekunden Strafe auf dem Auto. Das ist natürlich eine Boxenausfahrtsstrafe wahrscheinlich. Boxenlinie überfahren. Genau, der Georgie auch. Spielt hier ehrlich gesagt aber auch keine Rolle. Der Knecht ja auch. Mal die Outlap, die geht ja eh nicht in die Zeitenliste ein. Insofern ist es scheißegal. Und der Knecht natürlich auch gerade auf Abwägen gewesen. Und es gibt Strecken, noch mal kurz zur Strafe, es gibt tatsächlich Strecken, wo du mit so einer Strafe dir gleich mal 2 Runden versaust. Das ist hier auf Watkins Glen aber nicht so. Das wollte ich mal noch erwähnt haben. Also die Abbauzone ist hier am Ende von, ich glaube, Anfang von Sektor 2, genau da, wo Lucky jetzt gerade ist. Jetzt, also ich sehe es gerade. Das heißt, die Runde ist jetzt im Eimer, aber die nächste kann er wieder voll attackieren, ja. Definitiv. Das war, kann ich dir sogar sagen. Wo war denn das gewesen? Wenn ich vergessen habe. Da ist die Abbauzone direkt auf Startziel. Ja, 2 Mountain. Ja, Beispiel. Ganz wunderbar intelligent gemacht. Also da fragt man sich auch, was die Programmierer sich dabei denken, das einmal so und einmal so zu machen. Ich meine, verstehen kann es keiner. So, gute. Jetzt haben wir natürlich noch gute 45 Sekunden. Dann ist hier auch Schicht in der Quali. Du kannst das gerne schon mal vorschreiben, wenn du willst. Ach so. Das Thema. Da war ja was. Da war ja was. Ja. So.
Damit ist die Zeit jetzt vorbei. Genau. Da kommt auch direkt der Text. So. Guck, der parkt jetzt hier in der Box. Und somit haben wir aktuell Sascha auf 1, David 2, Bilbo auf der 3. Wo ist denn Batman? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der? Genau. Batman auf 3. So rum, wollte gerade sagen. Wo ist er denn hin? Aber war noch mal eine Box. Dann haben wir Bilbo auf 4. Iron Knight auf der 5. Und Mühle. Sascha, was macht der da? Fällt der noch durch oder was? Ja, angefahrene Runde. Der darf die Runde noch zu Ende fahren. Genau. Bei Anna liegen ist es. Ja, jetzt hat er auch abgebrochen. Ist einmal in die Box gehüpft. Ja. Genau. So, dann warten wir nochmal, bis alle im ersten Sektor vorbei sind. Dann geben wir nochmal die Platzierung durch. Jo. Jetzt verlässt Sascha auch wieder die Box. David hat sich noch mal verbessert. Jetzt auch noch mal in die Box. Keiner mehr auf offizielle Runde, das passt. Wunderbar. Müssen nur alle aus dem Sektor raus, beziehungsweise in den zweiten Sektor rein. Dass mal die offiziellen Zeiten sehen. So. David. Na, wo ist er denn? Jetzt kommt wunderbar. Jetzt ist auch David wieder eingereiht. Also gehen wir nochmal durch. Sascha auf 1, David auf der 2, Batman auf 3. Dann Kupkup auf der 4, Bilbo auf der 5, Express auf der 6, Iron Knight auf 7, fährt die rückwärts, Mühle auf 8, Lucky auf 9, Stunner auf der 10, Paul auf der 11, Georgie 12, Groschfors auf der 13 und Knecht auf Platz Nummer 14. Da hoffen wir mal, dass Knecht hier nicht um seinen Fahrervertrag fürchten muss. Der sichert einfach von hinten ab. Ja, genau. Damit geht's dann jetzt auch los. Das hat jetzt irgendwie nicht geklappt, aber ich starte trotzdem das Rennen. Irgendwie ist mein Text da nicht durchgekommen. Rennen 2 Race of Champions Saison 12 startet jetzt. Und somit wünscht uns Ulf viel Spaß und Tommy feuert natürlich auch hier die Bremsklötze wieder an. Und demzufolge geht's los hier. Sascha auf 1, David 2, Batman 3. Erste Kurve. Versuchen sie alle gut sauber rumzukommen. Ah, da geht schon einer weit raus. Aber kamen alle sauber rum. Ich habe mal auf dem Heckflügel vom Bilbo Platz genommen. Und da, Abflug, Abflug. Da dreht sich Lucky weg. Iron Knight, beziehungsweise Lucky weggedreht, Paul hat sich weggedreht. Da gab es eine kleine Karambolage hier. Iron Knight auch mit Schaden. Der Rest kam durch hier. Somit Iron Knight, Paul und Lucky sich hier weggedreht. Wo Bilbo jetzt hier direkt im Angriffsmanöver gegen Batman setzt sich in den daneben und da geht der nächste flöten. Express und Ghostforce sind da raus, also da sollten die Jungs ein bisschen mal den Fuß vom Gas nehmen und Bühler hat es da auch erwischt.
Und Bilbo geht hier an Batman erstmal vorbei. Somit oh. auf Platz Nummer 3. Aber Batman sticht von innen rein und da dreht sich Bilbo oh. fast weg. Aber hält die Karre noch gerade so. Das ist ein bisschen unschön. Es geht natürlich jetzt hier um nichts. Also da wird es jetzt auch keine Sword-Untersuchung geben. Das ist Best of Champions. Also das werden wir definitiv nicht machen. Aber das ist natürlich auch Käse. Also Jungs, bitte, bitte, jetzt reißt euch mal zusammen. Ein bisschen Luft lassen. Ja. So. Erste Runde rum. Und schon viel passiert. Mühle hat sich da weggedreht. Goschfrost hatte sich weggedreht gehabt. Lucky hatte also, sich weggedreht gehabt. Und Express dasselbe in Spee. Das kam auch so ein bisschen vom Fahrerfeld, dass der Suzuki hier anscheinend auch ein nicht einfach zu fahrendes Auto ist. Also wird wohl irgend so was Mittelmotormäßiges sein, vermute ich mal. Aber... naja, ist dann halt so. Deswegen heißt es auch Ways of Champions. Müssen die ja. Champions damit klarkommen. Wobei bei der langen Haube, da würde ich jetzt noch auf den Frontmotor tippen, Heckantrieb, also. Ja. Sascha vorne. In Führung Sascha, David, Batman, das altgewohnte Bild, Bilbo auf der 4 dahinter, hatte da Eingangsstartziel bzw. Endestartziel nochmal ganz klein Quersteher gehabt, konnte das Auto aber abfangen, hat nach wie vor hier die Position 4 inne, Coupe 78 dahinter. Natürlich, der Tommy schreibt natürlich nicht Champions würdig, aber Tommy, du musst immer verstehen, ein Champion muss auch mit Scheißautos klarkommen. Ja, ich glaube, der Tommy meint eher das Fahrverhalten. Ja, das Fahrverhalten vom insgesamt. Meinst du, also allgemein, sag ich mal, so viele Unfälle hier gleich mal, beziehungsweise vielleicht ist das auch eine Anspielung auf Batman direkt, weil Batman ja Meister geworden ist. Vermute ich mal. Aber ich sag mal so, es kann alles mal passieren. Ja. Da kann auch mal die Euphorie mal ein bisschen durchgehen. Aber ich sag mal so, so was ich jetzt so alles mitbekommen habe, sind eigentlich alle Fahrer, die hier mit bei sind, doch relativ immer fair gewesen. Umsonst würden sie ja nicht so weit vorne sein. Weil sonst hätte es ja theoretisch ja Strafen gehagelt. Da kann auch mal ein so kleiner Ditcher mal passieren. Und kleiner Hinweis hier an uns beide. Wir müssen mal unser Level ein bisschen anheben. Das Level heißt, Goschforce hat gerade verlassen. Nein! Goschforce hat hier Disconnect. Roland schreibt, Paul ist drin. Hat noch mal den Link geteilt und schreibt heute mit unseren Star-Moderatoren. Guck mal an. So schlimm ist es schon geworden, Alex. So schlimm. Danke, Roland, für die Blumen. Wir geben uns Mühe. Aber Position 14? Ach so, weil ich hier noch mit aufgelistet werde. So, was hast du gesagt? Goschforce fehlt. Goschforce ist raus. Schade, Mats. Schade. Matze, der nicht mitfährt auf Platz Nummer 14. Der Lobbyhost muss natürlich auch geehrt werden. Platz 14 für den Lobbyhost. Ja, genau. So, Mühle auf der 13 hier. Ganz hinten im Moment der Bremsklotz-Pilot. Lucky Express. Guck mal so ein bisschen auf die Reifen. Mühle, Mittel, Lucky, Weich. Express wieder Mittel. Naja, sind wir einfach mal gespannt. Die entscheidende Frage ist natürlich wieder, reicht es mit dem mittleren vielleicht ohne Stopp durchzukommen, also und kommt man mit dem Weichen mit einem Stopp zurecht? Ja, ich denke mal, also, es wird nicht reichen, auf also, Medium wird es denke ich mal nicht reichen. Also bei Weich bin ich, weiß ich auch noch nicht, also zweimal Weich würde ich fast sagen, wird eng. Also Lucky, wir sind jetzt bei 6 Minuten und Lucky ist da doch schon so in Richtung halbe Verschleißmarke unterwegs.
Das heißt, ein Stopp wird schon gehen, aber dann wird er den zweiten auf Mittel fahren müssen. Und der Böhmo macht natürlich mal ein bisschen Druck da vorne. Das können die Jungs auf dem mittleren natürlich umgekehrt machen. So, dann gehe ich auch mal auf Böhmo. Böhmo macht Druck hier, ist wieder am Sascha, am Batman vorbei. Ja, da hat es den Platztausch gegeben. Aber Böhmo natürlich auf weichen Reifen unterwegs. Und Böhmo auch Inhaber der schnellsten Runde hier, 44er Zeit. Einmal die 6, einmal die 3. Genau, Böhmo weich, Batman Mittel. Batman auch eine 44,3. Das sind gerade mal eine Hundertstel Unterschied, die der Batman auf dem mittleren langsamer ist als Böhmo auf weich. Ja. Batman da so leichte Probleme aktuell mit dem Fahrzeug. Zwei kleine Querschläge gehabt, verliert jetzt natürlich die Zeit jetzt hier auf Böhmo. Ja, aber das sollte eigentlich trotzdem kein Problem sein. Also ist natürlich jetzt, könnte insofern jetzt spannend werden, dass wir jetzt einfach letztendlich einmal mittel, einmal weich sehen werden mit unterschiedlicher Reihenfolge. Und dann ist jetzt so ein bisschen das Problem für Böhmo, dass er sich auf den Weichen eigentlich absetzen müsste vom Rest des Feldes, was ihm hier natürlich aber nicht gelingt. Also ich sag mal, von den Zeiten her sieht das schon mal sauber aus. 44,3, 44,6, 44,9. Alles schön konstant, alles auch. Dafür fahren ja, aber die vorne, die vorne mit 44er Zeit, auch 44er Zeit. Mit dem Medium-Reifen. Ich würde sagen, also Sascha ist da mit dem mittleren zeitgleich unterwegs. Und wir sehen es jetzt auch. Naja, was heißt, wir sehen es? Also Böhmo ist da, hat da die Reifen schon auf die Hälfte runtergeritten. Sascha ist da gerade mal bei 15%. Na, ach, lass es vielleicht 20 sein. Man kann da die gleichen Zeiten gehen. Also ich glaube, da muss ich halt nicht keine Sorgen machen. So, dann haben wir natürlich hinten Platz 5 und 6. Plus 7, Cobb, Stunner und Ironite. Übrigens, John Player habe ich auch mal geraucht. Ganz, ganz früher mal. Fällt mir gerade mal so ein. Ich sag mal so, die muss ich rauchen, weil meine Marke gibt's hier nicht. Meine offizielle. Ach, du rauchst John Player, ach so. Ja. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Zeige ich auch nie im Stream, es wäre ja Werbung. Ich dachte, du bist so ein Marlboro-Mann hier, so weißt du? Nee. Oder so. Nee. Aber das Problem ist ja so ein bisschen bei diesen Massen Zigaretten, die schmecken ja mittlerweile noch nichts mehr. Nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie es bei John Player mittlerweile ist. Schmecken wie alle anderen. Stinken und qualmen. Okay. Ah, ich muss mich jetzt zurückhalten. Ich weiß, wir dürfen ja keine Zigarettenwerbung machen. Definitiv. So, Georgie auf 8. Knecht will jetzt vorbei hier am Georgie. Leider natürlich der Paul. Und natürlich der Express versucht da natürlich auch nah genug ranzukommen auf der 11. Hat natürlich das Dreiergeschwader vor sich. Könnte eventuell da profitieren, wenn da vorne Fehler passieren sollte. Schönes Viererpack hier, wie du es gerade gesagt hast, mit von Platz 8 bis 11. Genau. Und Doc Mo, das hat mein Opa immer gesagt. Und da hat den Paul erwischt. Und Lucky hätte vorbeigehen können, hat aber die Zeitstrafe gehabt. Paul war ganz kurz mal im Grün. Ja, Paul, seine Reifen sind durch. Lucky, ja. Seine Reifen sind hinüber. Aber sieht man jetzt auch, der linke Vorderreifen hinten auch nicht mehr viel los da. Und Paul ist, glaube ich, auf Mittel unterwegs. Für den ist das natürlich ein bisschen ärgerlicher. Also Lucky muss auf jeden Fall jetzt rein. Und das ist im Prinzip ein Abziehbild vom Gruppe 4 Rennen. Wir erinnern uns noch ganz grob, verschleißmäßig 10 Minuten, 11 Minuten sind jetzt rum. Wen haben wir da noch auf Weich? Bilbo, der auch gerade in der Box ist. Kommt jetzt raus. Geht auf Medium raus. Ja.
Wenn JP, dann die schwarze, schreibt der Dursten. Ich habe immer die roten. Die 17er Packung habe ich immer. Und Lucky verliert da ordentlich Zeit. Wer und holt sich. Sascha? Ah, hat natürlich jetzt auch wieder Zeitstrafe, der Lucky. 3,5 Sekunden. Ja, also das macht Nicole dann auch nicht mehr fett. Auf der Position. Also das ist dann Boxenlinie und irgendeine Abkürzung gleich mal zusammen. Also wenn schon scheiße, dann mit Schwung. Definitiv. So, wie sieht's vorne aus? Bebo hier auf der 11. Zurückgefallen. Sascha aktuell 1. Bleibt bei seinen 44er Zeiten. David, der ja, hat da hier mal so 2,45er. Letzte Runde war auch so 45er. Da kommt Batman jetzt langsam näher. Naja, Batman hat jetzt auch ein paar kleine Fehler gehabt, auch 45er Zeiten. Ja, aber 45 tief, 44 hoch, also. Eine Sekunde ist eine Sekunde, ne? Das ist normale Schwankung, also finde ich jetzt noch nicht so schlimm. Bob geht in der Box. Holt sie jetzt nochmal frische Pushen. Trotz Medium-Reifen. Was macht eigentlich Stunner? Und mal ganz kurze Zwischenfrage, du bist ja nun auch schon hier ein alter Hase. Wer ist denn hier am längsten schon dabei? Ich würde fast sagen Stunner oder. Stunner ist einer mit der längsten. Express ist einer mit der längsten. Georgie ist einer mit dabei. Also wirklich ab Saison 1 vielleicht sogar. Stunner würde ich fast sagen, auf jeden Fall, ne? Ja, so. Relativ. Kann ja mal. Also da bin ich ja noch relativ grün hinter den Ohren, was das angeht. Sascha auch. Sascha ist auch einer der mit der längsten. Sascha früher GHR ist. Sascha ist, glaube ich, auch schon seit Saison Nummer 1 dabei. Also Saison 12, das heißt, liebe Leute, das ist hier mittlerweile das locker das vierte Jahr. Zwei Saisons pro Jahr. Im Moment hängt es ein bisschen. Wir haben da auch schon entsprechend Rückmeldung bekommen, dass der Wunsch besteht, da die Taktung doch wieder ein bisschen zu verkürzen. Also vielleicht. Also es gibt da viele Ideen. Ich habe da in meinem letzten Stream schon mal so ein bisschen mal lose in den Raum reingesprochen. Also man denkt über vieles nach. Vielleicht machen wir die nächste Saison ein bisschen länger. Also nicht nur 6 Rennen, sondern vielleicht sind es mehr. Werden wir sehen, ist noch nicht entschieden. Im Moment haben wir lange Saisonpausen, das stimmt. Hatten jetzt auch. Und da war irgendeiner gerade quer. Platz 9. Bebo hat es da entschärft. Mal kurz zwischendurch. Also, der muss schon schwer zu fahren sein, der Suzuki. Ja, er ist nicht ohne. Er ist nicht ohne. Ich habe noch nicht drin gesessen. So, ich führe das jetzt auch nicht mehr aus, was ich vorhin sagen wollte. Oder? Naja, nein. Also, jetzt doch. Also, wir werden jetzt doch ein bisschen längere Saisonpause noch mal haben, weil wir mal so ein bisschen auch ans Eingemachte gehen wollen. Wir wühlen da einfach mal ein bisschen tiefer im Regelwerk. Wir haben eine Wunschliste, da wurden viele Sachen reingeschrieben. Ein paar Sachen, wo man sagen kann, ja komm, lass mal sein. Aber auch durchaus gut gedachte Dinge dabei, wo man sagt, man kann auch mal ein paar grundlegende Sachen mal verändern, ohne das Wesen vom Sofa kaputt zu machen. Und deswegen, weil das ein bisschen intensiver auch durchdacht und durchgesprochen werden muss, wo man auch ein bisschen die Teams mit einbezieht, das dauert ein bisschen länger, deswegen wird es mit der neuen Saison definitiv erst im neuen Jahr wieder losgehen. Da gab es auch schon so ein paar Bekundungen nach, Mensch, das ist doch alles viel zu lange, ja, wissen wir, aber ich sag mal so, Alex, es ist ja schön, es macht ja Spaß, aber ganz ehrlich, ich kann die Pause auch gebrauchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sag mal so, wenn ich ligabezogen eine Liga machen würde, ja, aber ich habe ja sowieso in vielen Ligen unterwegs. Also wenn wir Pause haben, mache ich woanders weiter. Ne, das ist also bei mir. Ich finde es auch gar nicht schlimm, hier mal zu sagen, jetzt haben wir Ende Oktober. 2 Monate ist jetzt trennbetriebsmäßig bei Sofa erstmal nichts.
Da kann man mal ein bisschen so ran das spielen, man kann sich auch mal ein bisschen mehr auf die Familie kümmern und dann im neuen Jahr, zack, und mit frischer Power geht's wieder los. So. Okay. Definitiv. Es ist dann immer so die Frage, viele Fahrer sind natürlich in mehreren Ligen unterwegs. Ne? Da ist das bei denen relativ egal, aber die Fahrer, die jetzt zum Beispiel in einer Liga fahren, die werden dann auch sagen, ja, eine Pause ist schon mal gut. Ne? Ja, das ist jetzt unterschiedlich. Also wir haben natürlich da Leute, die für die Iskan Tourismo ein und alles, die haben da auch nicht viele andere Sachen privat. Die fragen natürlich auch, Mensch, das ist doch schade und mach doch da ein bisschen mehr. Da muss ich sagen, wir sind in der Orga doch, ja, irgendwie, mal kurz mal überlegen, zwei Familienväter, drei. Und einer, der Doc Moore, der jetzt einen Job angefangen hat auf dem Bock, also LKW-Fahrer geworden ist, Fernfahrer, der auch die ganze Woche nicht da ist. Also bitte, Leute, seht's mal ganz entspannt. Fahrt gerne in den zwei Monaten woanders mit. Das ist gar nicht schlimm. Und in der neuen Saison geht's dann wieder los. Und es ist auch in Planung, dass wir ein Pausen-Event haben werden. In diesen zwei Monaten, was das genau wird, das werden wir mal sehen. Also seid da einfach geduldig. Genau. Genau. So ich hab jetzt mal grob geguckt. Also der Stunner ist da jetzt schon. Da gerade schon wieder einer quer. Entschuldigung, wenn ich das unterbreche. Ja, das war da hinten. Haben wir Mühle. Den Mühle. Ei. Also so mal so als kleine Information, der Stunner ist jetzt hier schon seit Saison 1, Rennen 2 dabei. Hat man nebenbei geguckt. Ist natürlich auch schon ein sehr, sehr alter Hase. Da habe ich am Anfang so gedacht, dass man sich da nach dem Swift-Rennen ein bisschen berappelt, aber da gab es hier doch auch diverse Ausritte und Abflüge. Ja, ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir auf den Plätzen 1 bis 3 das gewohnte Bild haben. Insofern, das war ein neues Füllwort, ne? Insofern. Das ja nicht so oft. Sascha, Batman und David da vorne auf 1, 2 und 3 haben. Dann haben wir Bilger auf der 4. Trotz eines kleinen Ausrittes inzwischen auch den Boxenstopp, oder den hat er ja sowieso schon absolviert. Musste mit berechnen. Sascha, Batman ja. Und David gehen jetzt gleich rein. Die gehen jetzt rein in die Box. Bilbo 30 Sekunden hinten, er war schon drin. Ja, danke für den Hinweis. Aber das, jetzt bin ich mal gespannt. Also, wie gesagt, die müssen ja jetzt gar nicht tanken. Also einfach nur rein, Reifen und gleich wieder raus. Das müsste bei 30 Sekunden fast schon reichen, um vorne zu bleiben. Aber die werden, denke ich mal, weich rausgehen. Sascha dreht ja, noch eine Runde. Die gehen auch weich raus, auf jeden Fall. Ja. So. Und ja. Bilbo ist da auf Startziel. Und da vorne verlassen David und Batman schon wieder die Box. Also, ja. Das hat nicht gereicht für Bilbo. Nein, und definitiv bleibt auch vier da hinten. Die können sich ja natürlich jetzt auch absetzen, weil die jetzt auch weich draußen sind. Bilbo hat jetzt natürlich jetzt auch ein kleines Problem. Der Kopf kommt von hinten. In 2,5 Sekunden könnte eventuell noch rankommen. So, der Torodison sagt natürlich. Da müssen wir jetzt mal auf die Rundenzeiten gucken, ob der Kupi jetzt wirklich schneller ist. Also beide sind auf gleichen Reifen unterwegs. Fahren auch vergleichbare Zeiten. Also Bilbo kann sich jetzt hier nicht ausruhen, das stimmt. 46,2 im 11. Umlauf, Kub 78, 46,2, also die 400stel, die drückt man mal ins Skat. Weil der Tor Odinson sagt. Werden. Der Tor Odinson sagt natürlich, der war. Wie sagt er, bin mit Unterbrechen auch schon länger dabei. Am Anfang noch bei der AWM unterwegs gewesen. Ich sag mal so, ich bin seit Saison Nummer 1, Rennen 3, bin ich hier bei Sofa-Racer. Und habe, glaube ich, einmal eine halbe Saison unterbrechen müssen. Mussten, ja. Sonst auch immer dabei gewesen. Ja, das war noch eine Zeit, wo ich auch geglaubt habe, ein Sofa ist nur ein Möbelstück. So, Sascha in der Box. Und der Express hat hier auf Platz 8 den Paul im Nacken.
Und dreht sich raus. Und dreht sich raus. Express rechts in der Wand. So schnell kann's gehen. Express jetzt hinter der 10. So, Sascha Mühle aus der Box da, raus. Mühle da ganz hinten mit 46 Sekunden. Das wird ihn wurmen. Schätze ich mal. Mühle würde ich mal tippen, könnte hier auf jeden Fall der, nicht der dienstälteste, aber von den Jahren her der älteste sein. Der gute Kollege ist nämlich, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, 60 oder 61 Jahre alt. Also das ist auch schön, das ist hier kein Kindersport, ne? Aber ich muss sagen, die Kinder kommen aber langsam ran, ne? Wenn wir sehen, bei der HLG, bei der NTCC, der Gamerboy, seit 9 Jahren. Naja, ja, das war natürlich jetzt so ein bemerkenswert. Also wir können das mal kurz ausführen, während das Rennen hier so ein bisschen läuft. Gamerboy, gerade mal 9 Jahre alt, hat uns da ordentlich zugesetzt, ins Schützen gebracht. Hat von den Rundenzeiten absolut auf Augenhöhe gewesen. Leider ein bisschen bei der Rennübersicht natürlich noch nicht so den Blick für das Ganze gehabt. Also, aber stell dir mal vor, du nimmst ihn unter die Fittige und das kriegt er hin. Du musst immer sehen, erst 9. 9. Ja, da ist die Übersicht immer noch ein bisschen anders, als was wir alten Säcke haben. Also mein Sohn ist auch 9, mein Kleiner. Und nö. Also nö, er will nicht oder nö, er darf nicht fahren. Der hat keinen Bock. Ich habe ihn da Gran Turismo 5 oder 6 auf der anderen Playstation. Und hab, oder Gran Turismo 5 ist es genau, und sagt hier, komm, spiel doch mal. Und nö, hat er keine Lust drauf. Oh. Meiner, der ist ja heiß. Der ist heiß hier. Den hab ich noch nicht gelassen. Macht ihm keinen Spaß. Der spielt lieber Fußball. Ja, nee, meiner ist 8, ne? Der will gerne. Der will, aber hab ihn noch nicht gelassen, weil sonst sehe ich hier mein Lenkrad nie wieder. Wir schweifen ab und kommen zurück. Sascha Batman David, 1, 2, 3, David Pörpel könnte da die schnellste Runde vielleicht übernehmen. Mal gucken, was bei Batman gleich angezeigt wird, bei der Lichtschranke. Nächste Zwischenzeit kommt. Und Bilbo Abflug. Bilbo hängen geblieben an der Leitplanke. In der Schikane hat er sich weggedreht. Und somit Kopf und vorbei, da ist das Thema. Da ist es. Kopf vorbei an Bilbo. Ja. Schade. Ich gehe nochmal zu David zurück und David hat da ein bisschen Zeit verloren. Zumindest 6 Zehntel. Persönliche Verbesserung. Und Batman ist da inzwischen. Ach so, ja. Batman hat inzwischen Startziel erfolgreich überquert und hat mit der 43.058 neue Bestzeit aufgestellt. Und natürlich jetzt hier Platz 6, 7 und natürlich 5. Bilbo wird hier kassiert gleich hier von Georgie und von Iron Knight. Bilbo natürlich noch die Zeitstrafe abgebaut, jetzt sind die anderen dahinter. Ah, jetzt wird's eng hier. Natürlich Doc Mo auch schon seit Saison 2 dabei. Kannst du ja mal beim Gorgi auf die Stoßstange gehen oder aufs Cockpit? Hier. Jetzt ist die Frage, kann Bilbo sich halten oder nicht? Dorji im Windschatten. Gorgi übrigens auf Controller unterwegs. Oh, beide weit raus. Eieiei. Und Gorgi muss seinerseits aufpassen, dass der Iron Knight da nicht gleich vorbei fliegt, der hat auch nur 2 Zehntel. Wir haben da noch jetzt mal in die Schikane, wo es den Bilbo gerade entschärft hatte. Ja, alle kommen so sauber durch. Wir haben da vorne, wer ist das da vorne? Okay, das ist Platz 1 und 2, Batman und Sascha. Muss natürlich ein bisschen gucken, wo die Duelle sind.
Ja, aber das ist ja teamintern. Also hier haben wir wirklich drei verschiedene Teams am Start auf 5, 6 und 7. Bremsklötze gegen Hotlap Rookies und Iron Knight, das war. Ach, keine Ahnung. Und Thorsten schreibt, wenn du dich mal, wenn du dich mal beim Gordy mal ins Cockpit setzt, entschuldige bitte, dann siehst du vorne den Bilbo und im Display von der Kamera gerade der einer zu sehen, der jetzt daneben, ist oder rutscht Gordy aber weiter aus. Das heißt, macht jetzt die linke Bahn frei und da das hat einer genutzt, zieht hier links innen vorbei. Gorgi damit zurückgefallen auf die 7. Das Ganze verschafft dem Bilbo jetzt ein bisschen Luft. Also schön hier, muss mal Cockpit-Perspektive nehmen, da kannst du den Vorfahrenden sehen und rechts unten am Bildschirmrand ist das Display vom Rundspiegel. Rückfahrkamera besser gesagt. So, aber der Paul könnte 1,6 Sekunden dahinter vielleicht noch mal ein bisschen näher rankommen. Auf das 3er-Duell. 7 für Paul, 45er Zeiten, was machen die anderen da? Ja, Gorgi 45, 3, 45, 8, 47, 6. Der hat jetzt ein bisschen den Anschluss verloren. Iron Knight, jetzt versucht er hier gegen Bilbo nochmal vorzustechen. Ja. Bilbo verliert ein bisschen Zeit, 46er Zeiten. Und Iron Knight da ein Ticken schneller unterwegs. Iron Knight hier auch die 44,9 schon gefahren in Runde 13 auf den mittleren. Der könnte da schneller. Und jetzt kommt die Stelle, wo es wahrscheinlich schon die meisten hier entschärft hat. Hier Ausgang von diesem Burg und da sticht er innen rein. Und sauber vorbeikommen. Innen rein. Bisschen Kontakt. Ganz, ganz leicht. Aber alles noch im Rahmen. Bilbo da ganz kurz innen am Zeigen gewesen, aber nix war's. Iron Knight jetzt auf der 5 und Paul jetzt auch dran am Georgie. So, gehen wir nochmal nach vorne gucken. Sascha 1. Letzten Minute 10. Ja, letzte Minute 10. Sascha auf der 1 hier. Da, Batman auf 2. David auf 3. Dann haben wir Kopkop auf der 4. Iron Knight auf 5. Bilbo auf der 6. Georgie auf 7. Paul auf der 8. Somit hier ein kleines Vierer-Duell. Stunner auf 9 mit Zeitstrafe. Und Knecht auf der 10. Express auf der 11. Lucky auf 12. Und Mühle aktuell auf der 13. Mit halbem Abflug. Und das Ding nähert sich langsam seinem Ende. Das wird die letzte Runde, Runde 17. Wir sind jetzt bei Binnis auf dem Sascha 1:15, 1:16 und es sind nur noch 20 Sekunden. Das heißt 17 Runden, mehr werden es nicht. Und Sascha wartet. Sascha wartet. Thorsten schreibt, wie geht die Einzeiten? Mit X und Viereck-Tasten, Steuerkreuz, Lenken und Automatik. Das macht jeder auf Urlaub immer noch. Ja. So, hier das Dreier-Duell, das Dreier-Team, beziehungsweise hier wieder sauber Formationsflug über Startziel. Sascha, Batman und David. David. Glückwunsch. Platz 1, Platz 2, Platz 3. Genau, zeitgleich kommentiert, Jungs. Schön, dass wir beide da auch so harmonieren. Ja. Und somit Kopkop auf Platz Nummer 4. Glückwunsch. Iron Knight auf der 5. Bilbo 6. Paul hat da den Gorgi. Ach so, das sind ja auch die Teamkameraden. Ja, also Paul und Gorgi da auf 7 und 8, genau. Stunner, jetzt dein Stunner-Style. Komm her, gib ihn mir. Gib ihn mir. Da ist er da, der Stunner-Style. Glückwunsch auf der 9. Knecht auf der 10. Express auf der 11. Lucky auf der 12. So. Dann haben wir noch Mühle.
Und warten wir auf den auch noch. So, Mühle. Ja. Und dann haben wir jetzt gleich, jetzt warten wir mal kurz hier, bis der Mühle auch noch die Ziellinie gefunden hat. Jawohl, da ist es soweit. Das war's dann auch. Damit hat auch Mühle das Ganze geschafft. Und wir begeben uns damit in Richtung Show Race. Mittlerweile 21.46 Uhr. Das heißt, der Nachlauf läuft da noch. Ja, lass ihn mal ruhig laufen, den Nachlauf. Dann kann ich wenigstens eintragen so schnell. Kopf war auf 4. So. Einheit 5. Jetzt kommen wir noch zum Show-Act des heutigen Abends. Da haben wir natürlich auch noch was vorbereitet. Wir werden jetzt gleich nochmal ein Showrennen haben von einer Runde dann logischerweise. Also Rennen deswegen, damit man da auch ein Replay speichern kann. Das heißt, ich werde gleich die Lobby umstellen auf eine Runde Distanz. Micha hat mir da auch schon ein schickes Safety Car zurecht gemacht. Und das Showrennen findet statt auf dem Daytona Oval. Was auch immer sich der Micha dabei gedacht hat. Junge, so ein Feuerball, schreibt der Paul. Feuerball, Junge. Ja, der Paul sagt natürlich auch, so kalt reinspringen ist gar nicht so einfach. Ja. So, demzufolge Sascha auf 1 und somit habe ich natürlich die Platzierung schon eingetragen können und somit gucken wir mal rein, wie der aktuelle Stand ist und somit, ja, steht's fest, es steht fest, die Dieselknechte von HM 1 holen sich somit den Sieg hier der ROC bei den Sofa-Racer hier. Saison Nummer 12. Herzlichen Glückwunsch. Platz 1 mit 108 Punkten. Glückwunsch. Dann die Bremsklötze von GTT auf Platz Nummer 2 mit 64 Punkten. Herzlichen Glückwunsch auf der 2 und auf der 3 mit 62 Punkten. HM Dieselknechte 2. Somit die ersten drei Platzierungen. Und somit hier haben wir Platz 1, 2 und 3. Die Meister. Der Meister. Glückwunsch! Auf Platz 4 natürlich hier Hotlap Rookies mit 60 Punkten. Auf der 5 LST Robot mit 48 Punkten. Auf der 5. Auf der 6 KBTV Burnout Brass mit 40 Punkten. Und Slow-Mo Racing Team Nummer 2 mit 36 Punkten auf der 7. Somit, Batman macht wieder Name alle Ehre. Wieder hier der Standort. Der hat sich, glaube ich, schon reserviert da oben in der Liste auf der 1. Man weiß es nicht. Ist hier auf Platz 1 mit 54 Punkten. Sascha natürlich dasselbe. Spä, 54 Punkte auf der 2. Also doppelt Sieg, doppelt Pol hier für die beiden. David mit 48 Punkten auf der 3. Somit auch hier die Fahrerwertung der jeweiligen Fahrer hier. 1, 2 und 3. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir Bilbo auf der 4. Georgie auf 5. Iron Knight auf 6. Mühle auf 7, Lucky auf der 8, Stunner auf der 9, Kopp auf der 10, Express auf 11, Baul auf 12, Knecht 13, Roland 14 und Goschfrost auf der 15. Und Relico ist ja hier überhaupt mitgefahren jetzt in dem Rennen, nee, ne? Oder? Relico, hab ich jetzt nicht wahrgenommen, tut mir leid. Ach nee, die haben gewechselt. Ja. Relico somit auf der 16, stimmt. Haben gewechselt. Ja, wollen wir ja nicht so. So, wir werden jetzt gleich das Showrennen starten. Werde ich mich doch schon mal im Safety Car nach draußen begeben.
Somit haben wir Saison Nummer 12 erfolgreich absolviert. Genau so ist es. So, und da ist auch das Safety Car unterwegs. So, wo ist denn der Safety Car? Da ist es. Wir werden da gleich ein 2-Runden-Rennen starten. Nach dem Start gilt es natürlich, sich dann erstmal in geordneter Reihenfolge einzusortieren. Ich hoffe mal, dass die Jungs alle das entsprechend nachgelesen haben, wer sich da jetzt wohin stellen soll. Ich werde das jetzt nicht einzeln reinschreiben. Das müssen die Jungs müssen selber wissen. Also die Ansage ist, dass quasi nach dem Rennstart das Ganze hier sich in Reihenfolge einsortiert und dass wir danach einfach schön zwei langsame Runden teamweise hintereinander herfahren. Safety Car vom Weg, so ist der Dank, so ist die Idee. Follow me steht hinten drauf und danke euch allen, steht auf der Heckscheibe. Den Rest kannst du kommentieren. Definitiv, ich sehe euch. Ich hab euch am Blickwinkel. So, demzufolge. Hast du das Rennen schon? Nee, ich habe noch nicht gestartet. Da steht noch einer in der Box. Der fährt jetzt auch raus. Wer ist der Georgie? Genau. Aber ich würde einfach mal sagen, wir legen mal los. Wir legen los. So, demzufolge gehen wir. Wird die Reihenfolge so sein: Das Safety Car, der Matze, wird vorne wegfahren. Dann haben wir hier diese Knechte der Gruppe 3 Erstplatzierten in Liga Nummer A. Dann nochmal diese Knechte Gruppe 4 der Liga Nummer A der Erstplatzierten. Dann haben wir hier die Bremsklötze an vierter Position. Erst, also der Gruppe 3 Liga B Erstplatzierten. Dann Hotlap Rookies auf der 5 der Gruppe 3 Liga B. Das sind die Zweitplatzierten. Dann haben wir Slow-Mo Racing Team. Also auf Platz 6 Slow-Mo Racing. Gruppe 4 Erstplatzierten der Liga B. Dann KBTV Burnout Bros. Gruppe 4 Zweitplatzierten der Liga B. Punkt Bester steht hier. Und natürlich LST Slow-Mo Racing am Ende der Gruppe 3 Zweitplatzierten Liga Nummer C. So, dann muss ich jetzt mal ein bisschen gucken, wie ich jetzt hier. Boah, wie du hier durcheierst. Vorbeikommen. Ein bisschen spannend hier so. Ja, Daytona. So, demzufolge einmal hier zwei Showrunden. Wir haben das. Du musst mal ein bisschen Bescheid sagen, wie die das, wann die das jetzt hingekriegt haben. Das sah im Rückspiegel schon mal ganz gut aus. Wollte Batman David, das passt schon mal. Knecht Batman. Sascha, Bilbo, Mühle, jawohl. Mühle, Bilbo, Georgie, Paul, Express, Stunner, Lucky, Kopkop, das passt. Super. So. Ja, damit, während ich hier so ein bisschen die Meute im Rückspiegel im Blick behalte, sage ich an dieser Stelle während dieses Showrenns vielen, vielen, vielen Dank euch allen, dass ihr die Geduld hattet, das Ganze in Gran Turismo 7 mit durchzuziehen. Das war auf jeden Fall eine Saison, die war nicht ohne. Gab das eine oder andere Update. Wir hatten zu kämpfen mit Lagging, mit Schwäche vom Spiel. Dann, ja, Lobbyprobleme hier und da, das Thema, dass die Replays nicht gespeichert werden konnten. Alex, du kennst das Thema, die Steward Meetings, die waren alles andere als einfach. Definitiv. Das war natürlich nicht einfach, auch die Wiederholung anzeigen, beziehungsweise die Wiederholung für die Stewards richtig zu bekommen, mussten über Video abgefilmt werden, etc. Pipapo. Ja.
Ja. War alles nicht so einfach. Und die Jungs lassen mich da ein bisschen vor hier irgendwie. Ist einfach zu schnell. Ich bin einfach zu schnell mit dem Safety Car, jawohl. 6 Sekunden sind die dahinter. Wir sind hier schon in Runde 2. Normalerweise erkennt man das als Safety Car Fahrer ja so, dass die alle da die wollten. Also ich sag mal so, alle machen es richtig, außer der Matze, der fährt zu schnell. Die wollen das natürlich genießen. Tut mir leid, so jetzt habe ich die Meute auch wieder eingefangen. Wunderbar, vielen Dank an HLG natürlich auch, meine eigenen Jungs hier, Bremsklötze, KWTV und alle anderen Teams. Ja, du hast sie bestimmt gerade schon genannt, die ich jetzt nicht so auswendig auf dem Schirm habe. Es hat mir auf jeden Fall große Freude gemacht, auch in der Orga hier tätig zu sein, Alex. Das ist auch, dass du auch wieder so richtig schön mit reingekommen bist. Das fand ich auch cool. Find auch im Orga-Team, dass wir das. Es macht Freude, es macht Spaß. Es ist immer ein bisschen anstrengend ab und zu mal, aber alles gut. Alles im grünen Bereich. Ich sag mal so, wenn wir nichts zu tun hätten, wäre es ja langweilig, ne? Also bisschen. An Langeweile soll ja nun wirklich keiner sterben. Definitiv. Ja, es gibt immer Höhen und Tiefen. Und ich sag mal so, ja. Die Tiefen von Gran Turismo 7 haben wir überstanden. Ja. Und somit können wir theoretisch die Gran Turismo 7 Testsaison, Saison Nummer 12, hinter uns lassen und dann am Ende sagen, nächste Saison geben wir Vollgas. Und somit geht natürlich dann die Testsaison auch vorbei. Das heißt, nächste Saison wird es natürlich ein paar kleine Änderungen geben. Und dann wird natürlich auch wieder ein bisschen härter durchgegriffen. Jetzt haben wir natürlich in manchen Sachen doch den einen oder anderen mal das Auge zugedrückt, wo man sagt, okay, Testsaison. Ne? Wir werden uns natürlich noch alle in der Orga nochmal zusammensetzen und nochmal gucken, was geändert werden muss. Wir haben natürlich viele Wünsche bekommen, viele Diskussionen über so. Und da werden wir uns natürlich nochmal alle durchsetzen und dann werden wir nochmal gucken, was geändert werden muss. Wir werden natürlich im Strafkatalog noch ein bisschen was bearbeiten, nochmal nachgucken, überall nochmal reinduschern, wo Veränderungsbedarf ist. Und ja, das nächste wird dann natürlich dann alles bekannt gegeben, insofern weiter auf dem Discord-Kanal. Und ja, haben wir denn schon einen groben Plan, wann wir losstarten wollen? Darf man das schon sagen? Oder darf man also sagen? Saisonstart wird sein 2023, 2. Januarwoche. Gorki schreibt gerade 80 bis 120 km/h. Stimmt, da habe ich das wohl übersehen. Tut mir leid. Na gut, wenn du Meilen pro Stunde nimmst, das ist doppelt so viel. Aber ja, wie gesagt, im Januar geht dann Saison Nummer 12 dann los. Jetzt machen wir noch ein bisschen Pause, noch ein paar Tests durchführen, noch mal ein bisschen gucken und noch ein bisschen Erholung suchen. Und dann können wir im neuen Jahr gut durchstarten. Und ja. Mats hat sich die Kohle kassiert, schreibt er. Rio. Matze kann nicht lesen, schreibt der Wille. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da war ein bisschen die Aufregung jetzt auch mit dran schuld. Alles ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt heute Abend. Also, ja, aber ich glaube trotzdem, dass es soweit, ich hoffe mal, alle für alle in Ordnung war. Der offizielle Teil ist damit vorbei und ich denke mal, dann gibt es im Stream auch nicht mehr so viel zu sagen. Definitiv. Dann Alex, vielen Dank, dass das heute Abend auch mit uns beiden hier geklappt hat. Definitiv. Macht immer wieder Spaß. Definitiv. Haben wir gut über die Bühne gebracht. Und ja, demzufolge bedanke ich mich natürlich auch, da darf nicht vergessen werden, auch nochmal an die Orga, die das alles möglich gemacht hat. Dann bedanke ich mich natürlich auch nochmal schön fleißig an alle Fahrer, ne, die da tatkräftig mitwirken, mitmachen und auch ihren Spaß haben, ne. Vielen herzlichen Dank. Ja. Demzufolge gehen natürlich auch die besten Grüße raus, weil ohne diese Leute gehen, wird natürlich das keiner sehen. An die Streamer, ne? An Vincent, der natürlich hier gestreamt hat, den natürlich vielen herzlichen Dank. An MB Iceman, vielen herzlichen Dank, der natürlich auch hier gestreamt hat. Und natürlich auch an dir, Matze, du hast natürlich auch gestreamt, ne? Ersatzweise, wenn mal was los war. Batman fragt jetzt noch nach einem Interview. Können wir gerne machen, wenn wir wollen. Könnte man machen.
Könnte man machen. Können wir natürlich auch machen. Dann ziehen wir das noch ein bisschen Ja. länger. Ne? Und natürlich, dann haben wir natürlich noch den Paul, der hat natürlich auch gestreamt. Ne? Und ja, erstmal da nochmal vielen herzlichen Dank. Dann holen wir uns dann natürlich nochmal die paar Fahrer rein hier. Nochmal den Batman. Dann, pass auf, ich mach das mal so, ich hole die Jungs mal in die Party und sag du Dann mal, holen ich habe den Batman habe ich schon mal mitgenommen. Den hole ich hier mal rein. wir rein den Batman, dann den Sascha. Sind natürlich die Erstplatzierten. Ansonsten, ich habe mal gefragt, einfach im Lobby-Chat, wer noch mal reinkommen möchte. Musst du mal ein bisschen gucken jetzt. Da ist Batman schon mal da, sehr schön. Abend. Hallöchen! Hallöchen. So. So. Schauen wir mal, wer sonst noch Lust hat. HM Sascha hole ich noch mal dazu. Ja, der hat immer Bock. Der dumme Bock. Der will immer einen Kneipenkeller, der will immer Bier saufen bei Don Kappe. So, also einfach im vielleicht im Lobbychat noch mal schauen, wenn ihr da wollt, wenn ihr noch mit reinkommen wollt, sagt es einfach. Ich werde jetzt nicht alle 16 Leute hier anmelden, aber ja, die wisst ihr Aloha, schon, moin. da kommt auch schon damit. Das nimmt seinen eigenen Lauf hier, vielleicht auch von den anderen Teams. Ich, ja, keine Ahnung. Ach, ich hole mal den Paul hier noch mit rein. Komm mal her, Paul. So. Ja, ihr könnt schon mal ruhig mal loslegen. Wer ist denn Safety Car gefahren? Ja, War der besoffen? Das war auf jeden Fall Volker Vollgas, ohne Witz. Das war sowas von klar. Nein, das tut mir an der Stelle furchtbar leid. Das war ich und es war einfach meine Aufregung. Ich habe das einfach vergessen. Ich habe mich ja zwischendurch mal gewundert, wieso seid ihr da plötzlich 6 Sekunden weg? Die Gruppe 4 Autos sind nicht nachgekommen. Hab dann gewartet, dann wart ihr wieder dran. Matze hat sich einfach gefühlt wie Sponsor bei einer Führerscheinprüfung. Vollgas, Vollgas! Das war wirklich keine böse Absicht. Also war alles ein heißer Nadel bei mir heute Abend, da auch die Lobby zu öffnen und so. Aber ich hoffe, es war trotzdem okay. Hat Spaß gemacht. Alles gut, Iro. Also So. erstmal, Matze, herzlichen Glückwunsch für Platz Nummer 1 beim Showrennen. Ja, Glückwunsch auch von mir. Ja, das haben machen wir dann doch noch mal ein kleines Interview. Wollten eigentlich schon Schicht machen, aber scheiß drauf, wir machen weiter. Demzufolge erstmal herzlichen Glückwunsch an Sascha, Batman und David. Ihr habt es natürlich gerockt, die ersten drei Platzierten. Batman Platz Nummer 1, Sascha auch Platz Nummer 1, weil Gleichstand mit den Punkten. Und David dahinter hat er ein bisschen weniger Punkte. Da hat er 6 Punkte weniger, aber ich denke mal, da kannst du voll ganz zufrieden sein, oder? David? Ja, absolut, gar kein Problem. Mutter. Ja, David, dann Ey, erzähl ich mal, muss. wie war es für dich, das Race of Champions? Ja, als jemand, der, ich glaube, in seinem Leben so zweimal ein frontgetriebenes Auto, also überhaupt mal gefahren ist, war das auf jeden Fall im Training witzig. Weil man erstmal lernen musste, dass wenn die Karre mal ausbricht, dass man dann nicht gegenlenkt, sondern einfach das Ding gerade hält, so ein Vollgas quasi. Also das war schon neu. Nee, aber war eigentlich ganz cool. Auch die Idee mit so mit diesem Cup, weißt du, also dass alle dieselbe Karre haben, weil ja, es ist halt eine schöne Sache so, weil dann kann hinterher keiner jemand, ja, war mein Auto dies und das. Nee, es hat richtig Bock gemacht. Ja, und der Suzuki, der GT3 da, der war auch ziemlich cool. Der war auch in der Cockpitansicht angenehm zu fahren, muss ich sagen. Somit hast du natürlich auch deinen dritten Platz geholt. Konntest leider nicht ganz vorne mithalten. Aber Nee. denk mal, das waren, denke ich, auch ein bisschen die Reifen verschuldet, weil du hast ein bisschen mehr Verbrauch gehabt als die anderen beiden da vorne. Musstest Ja, du habe mehr ich mir schon kämpfen, gedacht. Ich. musstest du mehr kämpfen oder bist du dann so ein bisschen dein Trott gefahren? Nee, ich habe einfach diese Angewohnheit, irgendwie die Reifen härter ranzunehmen. Das ist schon immer so gewesen. Ich habe wohl irgendwie nicht die Feinmotorik dafür, die Reifen so was, also über die Distanz zu kriegen. Scheinbar fehlt mir da ein bisschen was zu. Nee, das weiß nicht. Ich verschleiß sie einfach, glaube ich, mehr. Das ist das Problem. Ja, Aber wie gesagt, ich bin mit P3 auch sehr zufrieden. Ich hätte die Pace nicht mitgehen können von Sascha und von Otto. Von daher bin ich mehr als zufrieden. War trotzdem richtig geil.
Definitiv. Aber sauber Platz 3 gefahren in beiden Rennen. Super gemacht. Dann haben wir natürlich hier Sascha und Batman. Mhm. Ich soll ich es fragen oder soll ich es nicht fragen? Was willst du wissen? War das abgemacht gewesen, wer den ersten und zweiten Platz macht? Natürlich nicht. Auf diese Frage wird es keine Auskunft geben. Ja. Teile dieser Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern. Batman, erste Rennen auf 2, auf 1, Sascha 2. Erste Rennen auf 1, auf 2, also zweite Rennen auf 2, der Batman und Sascha auf 1. Da war doch bestimmt. So wie, ja, ich gehe in nächste Gruppe mal ein paar, mal eine Sekunde auf, von der Bremse kannst vorbeifahren, so eine Art, ne? Hey, ich habe nur Führungskilometer gemacht im zweiten Rennen. Ja. Ja, wird ja auch mal Zeit, dass du auch mal ein bisschen Führungskilometer machst. Ja, ne? Nicht nur mal Batman. Auch mal dran gewöhnen. Nein, also ich habe schon vorgehabt, im zweiten Rennen Otto das Leben möglichst schwer zu machen. Und als ich dann gemerkt habe, ich bin vorne, dann wollte ich auch vorne bleiben. Dann hast Glück gehabt, dass ich am Anfang da hinten beschäftigt war. Ja, genau. Aber also generell ist es mir egal, ob ich jetzt vor oder hinter Otto ins Ziel komme. Ist eine Teammeisterschaft und fürs Team haben wir das optimal rausgeholt. Die volle Punktzahl, die wir holen konnten, haben wir geholt. Ich bin zufrieden. Egal ob im ersten Rennen P2 oder im zweiten Rennen P1. So kann es weitergehen. Solange die Punkte passen, läuft das. Richtig. Ja. Ja, ich sag mal so, war mal wieder sensationell, euch da vorne zu sehen. Batman hat da an einer Ecke im zweiten Lauf ein bisschen viel zu kämpfen gehabt. Hat er da den Bilbo ein bisschen leicht touchiert, da ein bisschen quer gestanden hat. Aber war eigentlich an für sich eigentlich ein geiles Rennen gewesen. Ihr da vorne, na gut, ihr drei, ja, soll man sagen, ihr wart irgendwie immer schnell weg. Auf und davon. Das heißt natürlich wieder, ja, wir wissen ganz genau, Batman, Sascha, also die HM-Jungs sind da vorne weg. Leider der Knecht hat leider da ein bisschen geschwächelt am Ende. Hallo, bisschen ja, das sind nicht seine Autos. Er hat ein bisschen leicht Probleme gehabt. Konnte man natürlich schon sehen. Aber dennoch tapfer durchgehalten. Und somit hat dann leider HM diese Knechte 2 leider nur den dritten Platz gemacht. Tja, deine Schuld. Ah, wärst du mal Erster geworden, hättest ein paar Punkte mehr geholt. Ja. Also ja. Es sind, ich kann euch sagen, es sind nur 2 Punkte Unterschied zwischen Bremsen. Da hätten wir den mal vorbeigelassen. Hättet ihr mich mal vorbeigelassen, ja. Genau. Ja. Siehst du, da ist Team 1 dran schuld, weil sie David nicht vorbeigelassen hat. Ja. Richtig. Wir haben keine Live-Tabelle gehabt während dem Fahren, sonst hätten wir es natürlich nicht gemacht. Natürlich hätten wir es dann gemacht. Natürlich. Ja, war die Orga wieder schuld, ich weiß. Ja, nee, geiles Ding. War auf jeden Fall schön, genau. Paul ist auch noch da. Oder nee, Alex, mach du. Ist Paul noch da? Ja, Paul wenn, ist auch da. Ja, wenn der Paul da ist, dann kann der Paul ja auch mal gerne mal was erzählen. Hallöchen, Paul! Ja, Norbin. Ja. Schönen guten Abend. Ja. Oh Paul, wie war es für dich? Den 14 habe ich ja nicht. Ich habe ja nur das zweite Rennen teilgenommen. Für den ersten war ja ein Ersatzfahrer für mich am Start, der Roland. An dieser Stelle schon mal vielen Dank dafür. Ja, das zweite Rennen hat natürlich Laune gemacht mit dem VGT, da in Gruppe 3. Aber so kalt, so wie ich schon im Stream geschrieben habe, da ich bin gerade zur Tür reinstellen, in den Rennsitzer und dann noch keinen Meter auf der Karre gefahren. War doch nicht ganz so einfach. Also du hattest auf jeden Fall ordentlich Spaß da hinten. Ja. Ich habe zwar für den ersten Tumult gesorgt nach dem Starter, das Berghochstück. Da hat es mich irgendwie so, sag ich mal, magnetisch an die Bande gezogen und dann hat die Karre sich gleich eingedreht, da hat es dann ordentlich hinten gescheppert. Aber ich habe nachher den Anschluss noch wieder geschafft, also von daher alles gut. Ja, Glückwunsch erstmal an die HRM-Jungs, ne, für diese tolle Leistung. Danke. Und auch die ganze Saison über, es ist immer beeindruckend, was ihr so abgefährt. Kompliment. Man muss ja jemanden haben, an dem man sich versucht, die Zähne auszubeißen in der nächsten Saison. Ja, insofern finde ich das schön. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Das würde ich doch hoffen, ne? Jo. Und. So, da kommt jetzt nichts. Schweigen im Walde. Also, Sofa macht mir schon Spaß. So viel kann ich verraten. Ja. Deswegen bist du auch schon lange dabei.
Das stimmt. Sehen wir mal, was für Regeln nächste Saison kommen. Ja, also so wir haben es eben. Wir haben Wünsche haben, da ist das schon. Wir haben es eben im Stream schon so ein bisschen, sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen. Wir werden uns noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, bis die nächste Saison losgeht, also Anfang 2023. Was machen wir jetzt 2 Monate? Ne? Ja, ich sag mal, wir wollen natürlich die Wunschliste durchgehen. Es wurden ja viele Sachen reingeschrieben, ein paar Dinge, wo man auch sagt, naja, komm, lass mal stecken. Aber doch der eine oder andere Wunsch, wo man mal drüber nachdenken kann, wo man vielleicht auch die Teamchefs alle mal mit reinnehmen muss. Wir wollen ein paar Sachen auch selber entscheiden. Natürlich, man muss nicht alles per Abstimmung abfragen, aber sind so ein paar entscheidende Dinge, wo wir sagen, komm, dann nehmen wir die Teamchefs dann mal mit rein in die Abstimmung. Und welche Wünsche das dann sind, das werden wir jetzt innerhalb der nächsten Zeit möglichst schnell schon mal rausarbeiten. Dann seid ihr so ein bisschen gefragt und dann ist auch angedacht, das kam ja vom Airbusman, dass wir wahrscheinlich auch ein Pausen-Event machen werden. Ob es dann gleich das 24-Stunden-Rennen wird vom Airbusman, das weiß ich nicht. Alex hat da schon mal so ein bisschen Angstschweiß bekommen, organisatorisch. Aber ich sag mal, irgend sowas in der Richtung. Vielleicht kein 24er, aber ein 12- oder ein 8-Stunden-Rennen, irgend sowas in der Drehe. Könnten wir uns durchaus vorstellen. Da kriegt man die Zeit ein bisschen gefüllt und ansonsten werden wir mal gucken, dass wir vielleicht auch mal ein paar Sachen einfach mal ändern, die bisher bei Sofa noch nie geändert wurden, ohne dass man jetzt den Charakter vom Sofa kaputt macht. Das ist natürlich nicht das Ziel. Das heißt, ich sage es jetzt einfach mal so in die Runde, wir werden bei Gruppe 3, Gruppe 4 bleiben. Wir werden auch bei der Rennzeit, also Sonntagabend, das sind so Eckpfeiler, die werden so bleiben, aber ich sag mal, wir denken darüber nach, dass die Saison vielleicht länger dauert als 6 Rennen. Es ist ein neues Punktesystem in Vorbereitung, in Arbeit, was wir euch natürlich nochmal im Detail vorstellen werden und wo wir natürlich die Teamchefs vermutlich auch fragen werden, ob ihr das wirklich wollt. Das Nein. wäre dann ein etwas größerer Rundumschlag verbunden mit einem dynamischen Auf- und Abstiegssystem, wo das alles ein bisschen anders wird, dann werden könnte, sage ich jetzt mal so. Genau, also das sind so Gedanken, die wir da gerade haben. Ja, ist das schon eigentlich alles geklärt, dann können wir nächste Woche weitermachen. Ja, genau. Aber nähere Infos folgen in den nächsten Wochen. Ach du je. Also zu Weihnachten. Nee, wir werden schon, denke ich mal, versuchen, so schnell wie möglich euch Infos zu geben. Ja. Und dann schauen wir mal. Gut. So, dann bedanke ich mich erstmal bei euch. Ja, danke an dich fürs Streamen wieder für die Saison. Wenn mein Internet mal funktioniert, mache ich das immer gerne. Ja, diesmal ging es auch ganz gut, die Saison. Dann gab es schon schlimmere Saisons. Ja. letzten Sonntag habe ich mal wieder einen großen Ausfall gehabt, ja. Ja? Ja, war mal wieder 2 Tage nix. Ja, da müsst ihr dann auf YouTube zurückgreifen bei mir. Wenn ihr das Nachholrennen von Gruppe 3 noch sehen wollt, das gab es bei Matze auf YouTube zu sehen. Der Don immer mit seiner Internetleitung. Ja, ohne Witz, ich sag's euch mal so. Am Sonntag, ne? Ich habe ja Kabel. Ne? Am Sonntag habe ich hier einen Totalausfall. Mein Upload war total scheiße. Ne? Was war um die Ecke gewesen? Jahrmarkt. So. Dienstag war der Jahrmarkt weg. Montagabend war Feuerwehr etc. Pipapo. Dienstag früh lief wieder alles Bombe. Komischerweise. Haben die bestimmt wieder. Weil bei Kabel ist das theoretisch so: wenn du Störung hast, heißt es Rückwegstörer. Ne? Da kann theoretisch einer mit einem China-Router sich reinhacken und sagen, es ist mein Internet. Da haben die anderen aber nichts mehr. Ne? Es ist halt so ganz bescheiden, ne? So, aber ich sag mal so, die Leitung, das ist die beste, die ich hier bekommen kann für diesen Preis. Ne? Weil ein Gigabit-Leitung für einen Fuffi kannst du nichts zu sagen. Andere, die wollen für den Scheiß 150 haben, ne? Ja, das ist das schon. Du bist ein reicher Streamer, hopp jetzt. Ja. Wer will meine Erbsen zählen hier? Ich und reicher Streamer, definitiv nicht, ja.
Den Hungerlohn, den ich hier bekomme. Ja, kann sich das ganze Bier immer leisten, was er die ganze Zeit trinkt. Das ist der Weg mit dem Zaunfall, Alex. Häng deinen Großbauer an den Nagel und Sattel um. Ja, ja. So, und ich sag mal so, diesen Monat war relativ mau gewesen, weil heute ist der vorletzte Tag des Monats, ich habe kein Bier zu Hause mehr. Das hast du nicht genug gestreamt. Ja, denk mal drüber nach. Ich konnte kein Bier saufen. Ja. Der Partykeller, der Kneipenkeller hat kein Bier gehabt. Dann machen wir mal einen Spendenstream für deinen Partykeller. Ja. Ist da. Fünf Kisten bitte im Monat. Wir schicken dem Alex mal eine Flasche Whisky vorbei, Paul. Wie lange soll ich denn streamen? 5 Minuten? Also demnächst schon beschlossen, wir werden dem mal einen Stream zugucken. Und bei jedem dem zufolge werden wir einen heben. Und ja. Dann sind wir nach einer halben, dreiviertel Stunde sind wir alle klinisch tot. Demzufolge wäre das geil. Der Wunsch, Paul, ist hiermit offiziell weitergegeben, dass wir mal eine Lackierung machen könnten, wo wir alle Sprüche vom Alex mal drauf sammeln. Aha. Ja. Hey, da brauchst du einen Bus. Oder du musst ganz klein schreiben. Aber wenn wir schon bei Lackierung sind, muss ich auch noch was loswerden. Ja. Nochmal danke an Björn für die viele Arbeit, die er sich dieses Jahr auch für H&M gemacht hat. Nicht nur für die Snelson, sondern auch für uns. Waren super Lackierungen, die er da rausgefeuert hat. Der hat auch seine Millionen bekommen dafür. Also, sein, ne? Also Björn, wenn du zuhörst, danke. Ja. Super. So Jungs, okay. Dann verabschieden wir uns für heute. Stream können wir dann langsam aufschließen. Und jo. Ja. Einen schönen Abend euch allen. Jo. Gleichfalls. Paul, ich komm gleich rüber. Jo, alles klar, bis später. Jo, tschüss. Sascha, heul leise. Alles klar, bis. So, dann mache ich mal kurz das Mikro raus hier und dem zufolge vielen herzlichen Dank. Man sieht mich ja gar nicht. So, jetzt sieht man mich wieder. So, demzufolge vielen herzlichen Dank. Da ist es wieder, demzufolge. Vielen herzlichen Dank, dass ihr natürlich da wart. Vielen herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen herzlichen Dank noch an alle Beteiligten, der Orga, der Stewards, der Streamer, der Fahrer und etc. Pipapo. Vielen herzlichen Dank und wir sehen uns dann spätestens in der nächsten Saison bei Sofaweiser. Also, ja, geiles Ding. Was wird's mehr? Und natürlich Jesus auf Urlaub. Tschö, tschö. Bamborn. Hat natürlich zugehört, hat natürlich auch den Lob gehört von Sascha, auch von mir, immer Top-Lackierungen. Wir waren dabei, geiles Ding, ne? Demzufolge, haut rein, bis denn dann. Bis zum nächsten Mal bei der Sofaweiser. Haut rein, ciao, ciao.